Augenblick denke ich, die Zeit reif vor vielen Jahren, als das erste Buch rauskam. Das ist inzwischen 8, 9 Jahre her. Und ja, 2000, ne, 10 Jahre. 10 Jahre her. 2006 ist das rausgekommen. Und damals lief das Buch nicht besonders. Und Alf hatte ja in der ersten Auflage angekündigt, dass er 3 Bücher rausbringen will. Sind danach viele Dinge passiert, die ihn dazu gebracht haben, das Buch 2 nur noch zur Hälfte zu schreiben und dann aufzuhören. Aber es hing auch unter anderem damit zusammen, dass es eigentlich gar nicht lief. Inzwischen sieht es völlig anders aus. Ich bin eigentlich dazu gekommen, überhaupt solche Vorträge zu machen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich das ursprünglich gar nicht vorhatte. Nachdem Alf tot war, bekam ich immer wieder mal Anfragen nach dem Buch und ich hatte keine Ausgaben mehr. Daraufhin habe ich dann mein Geld zusammengekratzt und habe einfach mal 100 Stück gedruckt. Die waren relativ schnell weg und dann wurde ich gefragt, ob ich Vorträge mache und dann hat es mich regelrecht überrollt. Inzwischen denke ich, dass es an der Zeit ist, dass ich die anderen Tagebücher von Alf auch veröffentliche. Alf war ein Mensch, der hat alles, der hat eigentlich ständig sein Leben lang Tagebuch geschrieben und als er diese Kontakte bekam, besonders, er hat fast alle Gespräche mitgeschrieben, nicht nur mit in der Erde, sondern auch er war in einem Orden mit den Menschen aus dem Orden. Und das ist eigentlich, denke ich, ein Schatz, den ich da habe und ich werde den auch nach und nach veröffentlichen. Ja, wie hat es angefangen? Alpha in einem Orden, sagte ich ja gerade, der nannte sich Mola, das heißt mystischer Orden hermetischer Lehren Artons. Im Grunde war das kein Machtorden. Wenn wir heute Orden oder Loge hören, dann denken wir an Machtorden. Das war es nicht. Das war ein Orden, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, altes Wissen zu bewahren, über 3700 Jahre hinweg von Generation zu Generation. Teilweise mündlich, aber auch sie hatten auch ein sehr umfangreiches Archiv. Also und das war der einzige Grund, warum Alf in diesen Orden gegangen ist, weil er wusste, er war ein sehr wissbegieriger Mensch und weil er wusste, dort, wenn er dort Mitglied wird, kommt er an dieses alte Wissen heran. Ich werde ganz oft gefragt, warum findet man im Internet nichts über Mola? Das lag daran, weil Mola ein geheimer Orden war. Der war nicht öffentlich. Man konnte auch nicht einfach dahin gehen und sagen, so, ich möchte Mitglied werden. Die Menschen wurden angesprochen und die mussten anschließend auch schwören, dass sie nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Und Alf hätte die Bücher überhaupt nicht veröffentlichen können, wenn der nicht 2006 aufgelöst worden wäre. Der Orden wurde aufgelöst, weil man das Gefühl hatte, es wird Zeit, die Zeit ist einfach reif, dass das Wissen unter die Menschen kommt. Ich werde ganz oft gefragt, warum, wo findet man dieses Wissen? Das ist halt schwierig. Es gibt ein Teil des Archivs ist nach der Auflösung in den Händen der Kirche gelandet, über Umwege. Man kann das meiste finden im Internet inzwischen finden. Es wird so nach und nach tröpfchenweise veröffentlicht. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen, welchen Foren überall, aber was findet's? Alf hat zum Beispiel ja auch ganz viel in seinen Büchern drin davon. Da ist eine ganze Menge auch aus den Archiven drin. Und ja, es ist heute fast alles offen zugänglich. Alf wurde wie gesagt gefragt, ob er in den Orden geht, und er war etwa so 2 Jahre in dem Orden. Da wurde er sehr krank. Er hatte damals Hautkrebs und er hat gegen meinen Rat eine Chemotherapie angefangen, hat dann aber nach den ersten 2 Spritzen gemerkt, die bringen ihn um. Und hat das dann wieder abgesetzt. Er ist danach auch von dem Hautkrebs genesen, aber ihm ging es danach sehr, sehr schlecht. Und er hatte im Orden
War ein Arzt, der ihm gesagt hat, er soll doch einfach mal für ein paar Tage in die Berge fahren. Wir haben nicht weit von Garmisch-Partenkirchen damals gewohnt. Und er würde dort eine Hüttenwirtin kennen, die ihn da für ein paar Tage, es war keine offene Hütte, sondern eine von irgendeinem dieser Verbände dort. Und er könnte dort mal ein paar Tage Urlaub machen. Bedingung war, dass er keinen Lift nimmt, sondern zu Fuß hochgeht. Und das ist ihm sehr schwer gefallen zu dem damaligen Zeitpunkt. Das hat er aber getan und auf dem Weg hoch zur Hütte hat ihn ein Franziskaner überholt, der über 80 war. Und das hat gezeigt, wie fertig Alf eigentlich war. Und dann sind die beiden aber ins Gespräch gekommen und später stellte sich heraus, das war der Imperator des Mola-Ordens. Und Alf ist bewusst dorthin geschickt worden. Das ist also eingefädelt gewesen. Dieser Frater Peter, den er da kennengelernt hat, wurde so in der Zeit danach für Alf so etwas wie ein Mentor. Die haben ständig Gespräche miteinander geführt. Alf hat von dem sehr, sehr viel lernen können. Und einige Monate später starb Frater Peter und der Orden hat für ihn eine nicht Trauerfeier, sondern einfach nur eine Feier gemacht. Auf dieser Feier lernte Alf ein Pärchen kennen, die ihm aufgefallen sind und ihm wurde gesagt, das sind Außerirdische, die in Innererde leben. Alf konnte das nicht glauben. Er hat gesagt, ja, und ich bin der Kaiser von China damals so da drauf. Und aber trotzdem er hat dann später erfahren, dass das richtig ist. Und man hat ihm dann gesagt, wenn er will, kann er die beiden kennenlernen. Natürlich wollte er. Aber er war sehr, sehr skeptisch. Und ich kann jeden verstehen hier im Saal, der skeptisch ist. Ich weiß nicht, ob ich mir vor 15 Jahren selber geglaubt hätte. Das ist einfach so, weil du sagtest eben, das Thema ist jetzt reif, es wäre damals nicht reif. Das zeigt es daran, dass damals 2006 das Buch fast gar nicht lief und jetzt im Augenblick verkaufe ich die Bücher, die verkaufen sich fast von selbst. Was mich, ja, ich bin damit auch ein bisschen überfallen, regelrecht. Ja, also Alf ist dann eingefahren über einen ja, Aufzug im Grunde, der unter einer Hütte in den Bergen war, im Allgäu. Er ist ein Stück erst in ein tieferes Höhlensystem gekommen und von da aus ist er mit einer Röhrenbahn weitergefahren. Röhrenbahn bedeutet, unsere Erde ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und also es gibt riesige Höhlensysteme, auch sehr tief, wo die teilweise nicht unbedingt nach hier oben offen sind. Teilweise schon, aber nicht alle in dem Ausmaß. Aber dadurch haben die innerirdischen Röhren geschoben. Und da fahren Bahnen durch die Röhren und vor diesen Bahnen entsteht ein Vakuum. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber dadurch fährt diese Bahn, aber es hat noch einen zweiten Effekt, und zwar, wenn man in dieser Bahn fährt, wird nicht nur die Bahn beschleunigt, sondern jede einzelne Zelle von den Personen, die dort drin sind. Dadurch Alf sagte, man hat gar nicht das Gefühl, dass die fährt. Man hat das Gefühl, die steht, weil man ja mit beschleunigt wird. Ja, das war so sein erster Kontakt nach Innererde. Das war aber noch nicht direkt Innererde, sondern das war in so einem Höhlensystem, wo die Innerirdischen bestimmte Fabrikationen haben. Zum Beispiel stellen die dort ihre Raumschiffe her. Nach Innererde selber ist er danach über einen völlig anderen Weg reingekommen und den kann ich überhaupt nicht richtig erklären. Es war einfach so, Alf wurde angerufen und gefragt, ob er einfahren will. Meistens wollte er. Alpha war damals als freischaffender Redakteur für eine kleine Lokalzeitung tätig, konnte sich also seine Zeit ziemlich gut einteilen. Und
Dann sagte man ihm, er soll um die und die Uhrzeit an die und die Stelle im Wald kommen oder im Feld oder irgendwo in der Natur war das immer. Und dort wäre ein Zeitfenster offen. Und Alf es war dann so, wenn Alf dorthin ging, dann befand er sich plötzlich in so einer Art Blase, die sich für ihn geöffnet hat. Die Innerirdischen sagten, diese Blase wäre auf seine Seelensignatur eingestellt gewesen. Also wenn ein anderer da lang gegangen wäre, der wäre da durchgegangen. Die hätte sich nicht geschlossen, der hätte die nicht wahrgenommen. Und ja, die hat sich dann geschlossen und er sagte, das war mein Fahrstuhl nach Innererde. Die Innerirdischen haben versucht, ihm zu erklären, wie es funktioniert. Alf sagt, ich habe nichts verstanden davon. Alf war halt auch kein Physiker, kein Techniker, der hat sich eigentlich für ganz andere Themen interessiert. Alf interessierte die Geschichte unserer Menschheit, wer waren wir mal, wo gehen wir hin? All diese Dinge hat Alf gefragt, aber so alles, was in den wissenschaftlichen Bereich ging, das hat er mal gefragt, weil er danach gefragt wurde und hat dann versucht, soweit er das konnte, das wiederzugeben. Deswegen also so technische Fragen ist für mich auch recht schwierig zu beantworten, weil er mir die nicht beantworten konnte. Ja, auf jeden Fall ist er mit dieser Blase im Innern der Erde gelandet. Im Innern der Erde heißt tatsächlich im Innern der Erde. Unsere Erde sieht anders aus, als die Wissenschaftler es denken, obwohl inzwischen bin ich sehr erstaunt, weil ich habe mir nur den Namen nicht gemerkt, von einer südamerikanischen Wissenschaftlerin gehört, die davon ausgeht, dass wir eine innere Sonne haben und dass es nicht stimmt mit dem Eisenkern. Da war ich schon ganz begeistert, wenn ich solche Dinge dann mal höre, die das bestätigen, was Alf alles gesagt hat. Aber wenn jemand fragt, ich weiß nicht, aber wer es wissen will, die Dagmar Neubronner hat die interviewt und das muss irgendwo auf BewusstTV sein, dieses Interview. Das findet man ganz bestimmt. Also es hört sich spanisch an, der Name. Ich denke, es war eine Südamerikanerin. Ach, weiß das jemand? Ja, Julia? Ah ja. Eine Italienerin ist es. Okay, ich wusste es nicht. Ich habe nur gestern mal kurz reingeschaut, weil ich habe das gesehen und da habe ich natürlich solche Ohren gekriegt und hatte aber nicht viel Zeit, mir das zu Ende anzuhören, aber ich fand es total spannend. Ja, also wie sieht das Innere der Erde aus? Wir haben den Erdmantel, der ist etwa 13.000 Kilometer dick und dann haben wir ganz im Zentrum der Erde eine Plasmasonne. Das, was die Innerirdischen als Plasma bezeichnen, entspricht nicht dem, was wir unter Plasma verstehen. Plasma hat Bewusstsein. Also so wie die Innerirdischen es sehen. Aber sie sagen, es ist eine Plasmasonne. Die ist übrigens genauso aufgebaut wie unsere außerirdische Sonne. Unsere außerirdische Sonne ist nicht heiß, wie unsere Wissenschaftler denken. Da ist kalte Fusion, die dort stattfindet. Und das findet auch auf der innerirdischen Sonne statt. Um die innerirdische Sonne herum ist ein Vakuumgürtel. Ich glaube, sonst wird die nicht funktionieren. Also das Vakuum, darum braucht man. Und darum ist dann erst die Atmosphäre. Und dann auf der Innenseite unserer Erdkruste ist alles voller Natur wie bei uns auch. Wälder, Flüsse, Seen, alles, was wir hier oben finden, finden wir auch. Die Pole sind große Öffnungen nach Innererde und das war früher, war das auch ständig offen und man konnte raus und rein. Die Menschen haben also innen und außen gelebt. Warum sich Innererde abgeschottet hat, hat einen ganz bestimmten Grund. Es leben Oder lebten auf Obererde und in Innererde einmal zwei verschiedene große Zivilisationen. Ja, das eine waren die Homo sapiens, also wir, und das andere waren
die unsere Wissenschaftler als die Neandertaler bezeichnen. Und diese Neandertaler ist eine Reptospezies. Wenn wir hören Repto, denken wir gleich an Schwanz und Grün und solche Dinge alle. Nein, so sehen die nicht aus. Die sehen wirklich so aus, wie die Neandertaler in den Büchern auch beschrieben werden. Sie haben so eine etwas flachere Stirn. Sie sind sehr kräftig im Körperbau, grobknochiger als wir. Sie haben eine etwas grobporigere Haut. Und ja, aber man muss schon sehr nah rangehen, um zu sehen, dass sie nicht aussehen wie ein Homo sapiens, nicht ganz so. Ja, beide Spezies haben sowohl in Innererde als auch oberhalb der Erde friedlich nebeneinander gelebt. Und dann kamen irgendwann Außerirdische an hier, die ein Ziel hatten, und zwar die Erde auszubeuten und die Menschen auf der Erde als Sklaven zu halten, dass sie für sie arbeiten. Daraufhin, wenn ich also zu einem Planeten komme und sehe, da sind zwei Spezies, dann beobachte ich erstmal. Das haben die gemacht. Also sie haben einfach erstmal beide Spezies beobachtet, haben dann festgestellt, dass der Homo sapiens ist sehr eifrig in seiner Art, der ist offen für alles, der packt schnell was an, während die Reptos sind insgesamt bedächtiger, die sind träger auch in ihrer Art, nicht geistig, aber halt wenn sie nicht tun müssen, tun sie nicht. So, und sie sind anders. Und man hat ganz schnell festgestellt, dass der Homo sapiens viel leichter zu versklaven ist als der Homo repticus. Und daraufhin haben die angefangen, beide Spezies aufeinander zu hetzen. Und wir haben uns natürlich hetzen lassen. Es sind ganz massive Kriege geführt worden, die sind im Mahabharata als die Bruderkriege beschrieben, wo Arjuna gegen seine Brüder kämpft. Genau das ist das gewesen, was damals passiert ist. Und irgendwann, ich sagte ja, die Reptos sind etwas träger, hatten die Nase voll davon, haben sich nach Innererde zurückgezogen, haben gesagt, so, außen ist euers und innen ist unsers. Es sind einige Homo sapiens mit nach innen gegangen, die auch die Nase voll hatten, und dann haben die dicht gemacht. Deswegen ist Innererde abgeschottet. Die Innerirdischen konnten sich von dem ganzen Desaster wieder erholen. Wir haben alle früher mal in der fünften Dimension gelebt. Die Innerirdischen leben inzwischen wieder in der fünften Dimension. Und wir sind immer tiefer gesackt, dadurch, dass wir uns haben so stark beeinflussen lassen. Ja, wie sieht es in Innererde aus? Ich weiß nicht, wer die Anastasia-Bücher kennt. Da gibt es diese Serie, die klingenden Zedern von Russland, wo eigentlich ganz gut beschrieben wird, wie es in Innererde aussieht. Also bei mir war es eigentlich so, ich hatte von Alf gehört, wie es in Innererde aussieht. Zwar, das war 2003, fing das an mit den Einfahrten, nee, 2002 fing das mit den Einfahrten an, und 2008 bekam ich das erste Anastasia-Buch in die Hand, und da hatte ich das Gefühl, die erzählt, was Alf erzählt, wie es in Innererde aussieht. Ja, also das hat sich alles gedeckt, was in diesen Büchern steht, mit dem, was Innererde erzählt hat. Deswegen, die kann ich nur jedem empfehlen. Es ist also so, in Innererde gibt es kein Geld. Die Menschen definieren sich nicht übers Haben wie wir, sondern übers Sein. Und jeder hat das, was er braucht, und jeder bekommt das, was er braucht. Das funktioniert, weil es gibt keine Wirtschaft wie bei uns. Die Menschen machen alles handwerklich, was sie brauchen. Und wenn ein Paar sich findet, die sich eine Familie gründen wollen, dann suchen die sich ein Stück Land, lassen sich dort nieder, und das ganze Dorf hilft ihnen dabei, dass sie ein Haus bekommen. Ja, ich wurde vorhin gefragt, wie sehen die Häuser aus? Da habe ich nur geantwortet, so bunt wie die Menschen sind. Also es gibt nichts Festes. Man findet viele Holzhäuser dort.
Man findet auch Lehmhäuser, man findet Steinhäuser, man findet alles Mögliche, aber es wird nichts gemacht, womit Mutter Natur geschädigt wird. Also in Innererde werden auch keine Erze aus dem Boden geholt. Sie benutzen nur die Dinge, die Mutter Natur freiwillig gibt. Und das ist Sand, das ist Lehm, das ist Stroh vom Getreide, das ist Holz, wobei auch Holz fällen sie nur, wenn sie mit dem Baum gesprochen haben, ob sie ihn fällen dürfen. Und es sind viele Bäume bereit, das wurde Alf gesagt, Platz zu machen für Junge, damit ju sich mit junges Grün hochkommen kann. Also das fu scheint wirklich zu funktionieren. Wo ich gerade dabei bin, Mutter Natur, also sie machen nichts gegen Mutter Natur. Ich werde ganz oft gefragt, wie ist die Technik? Sie benutzen fast keine Technik, zumindest keine Technik wie wir, weil sie sagen, jede Technik führt uns von unseren eigenen Fähigkeiten weg. Wenn ich also ein Telefon benutze, verlerne ich mental zu kommunizieren. Benutze ich ein Fahrzeug, verlerne ich mich zu teleportieren. Stelle ich im Winter meine Heizung auf 23 Grad oder 24 Grad, verlerne ich, dass mein Körper sich auf tiefere Temperaturen einstellen kann. All das machen die in Innererde nicht. Allerdings haben die auch nicht ganz so extreme Temperaturen wie bei uns. Also sie haben schon unterschiedliche Jahreszeiten, vor allen Dingen, wenn man auch Richtung Pole kommt, weil da ist ja ein Austausch. Auch die kalte Luft kommt auch rein. Es ist nicht so extrem. Das Klima insgesamt ist gemäßigter und milder. Bei der Technik, sie haben diese Röhrenbahnen, die benutzen sie, aber nur für lange Strecken. Für kurze Strecken benutzen sie ihre Pferde oder sie teleportieren, das können sie auch. Allerdings machen sie es nicht allzu oft. Sie sagen, es ist schon anstrengend, das Teleportieren. Und sie haben, um Lasten zu transportieren, die sie den Tieren nicht zumuten wollen, Antigravitationsfahrzeuge. Die werden so konstruiert, dass sie Sand nehmen. Der Sand wird, ich weiß nicht wie, auf irgendeine Art geschmolzen. Und dann lassen die den auskühlen, sodass der wabenförmig auskühlt. Der sieht anschließend wie eine Bienenwabe aus. Und diese wabenförmige Struktur hat Antigravitationswirkung. Und dann haben die da nur noch so vorne so eine Kugel drauf, die mental steuern. Das ist alles. Und unsere Märchen mit den fliegenden Teppichen beruhen auf dieser Technik. Das heißt, wir hatten die früher hier oben auch. Diese Technik. Ich habe das mit den fliegenden Teppichen, das erzähle ich immer, weil oft die Frage nach der Technik kommt, auf vielen Vorträgen. Und ich bin jetzt ganz begeistert, weil seit einiger Zeit bin ich mit einem Elektroingenieur aus Österreich in Kontakt, der ganz viele Dinge aufnimmt von denen, die ich bei den Vorträgen erzählt habe. Und der anfängt zu experimentieren. Und der hat mir jetzt vor ein paar Tagen einen Film geschickt, wo man Tesla Sand auf so eine Scheibe gelegt hat, die man mit bestimmten Frequenzen bewegt, nach bestimmten Frequenzen. Und da bilden sich Muster. Und dann schrieb er mir dazu, den Sand schmelzen und dann diese Frequenzen drauf legen und schon haben wir es, oder? Ich sollte doch mal Innererde fragen. Also ich bin in mentalen Kontakt mit Innererde, ich habe gefragt und sie haben gesagt, er wäre auf einem sehr guten Weg. Also solche Sachen freuen mich natürlich dann ungemein. Eine zweite Sache, wo er auch forscht, dieser Elektroingenieur, war, ich habe erzählt, dass die Höhlensysteme, das hat er natürlich als erstes gefragt, wie werden die beleuchtet? Und
habe ich gesagt, da nimmt man Pilzkulturen, fluoreszierende Pilze, mit denen man die Wände streicht und gleichzeitig sind kleine Kristalle in den Wänden, die dieses fluoreszierende Licht bündeln und abgeben. Also gebündelt abgeben, sodass da richtig Licht entsteht dadurch. Und dann wollte der sofort von mir wissen, welche Pilze, wusste ich nicht. Und er wollte wissen, welche Kristalle. Da habe ich gesagt, ich vermute, Bergkristall wurde mir später bestätigt, dass man das nehmen kann. Es können aber auch andere sein. Und mit den Pilzen hat er dann geforscht und hat festgestellt, dass es 73 verschiedene fluoreszierende Pilzarten bei uns gibt. Und er fängt jetzt an zu probieren. Also, mich freut sowas ganz besonders, weil ich dann halt auch so Rückmeldungen bekomme, dass es auch was bewirkt hier, wenn ich diese Vorträge halte. Ja, ein ganz wichtiges Thema in der Erde sind Kindererziehung. Wenn die das Wort Erziehung hören, dann kriegen die es Grausen, weil Erziehung bedeutet ziehen. Ich ziehe ein Kind in eine bestimmte Richtung, wie ich es so für richtig halte. Das muss für das Kind, kann das für das Kind vollkommen falsch sein. Also sie lassen ihre Kinder und gehen mit ihren Kindern auf gleicher Augenhöhe um. Ich werde immer wieder gefragt, gibt es da Schulen? Schulen, wie wir sie kennen, gibt es nicht. Weil die sagen, jedes Kind lernt von sich aus. Jedes Kind ist unheimlich kreativ, unheimlich wissbegierig. Es gibt kein Kind, was nicht wissbegierig ist. Die Kinder werden erst eingedämmt durch das Umfeld. Die Innerirdischen sagen, die Eltern sind oft die schlimmsten Konditionierer ihrer Kinder, die sie in bestimmte Richtungen bringen, die sie auch sagen, das verstehst du nicht, das weißt du nicht und sowas alles. Die sind da sehr hart mit dem, was sie sagen. Und ja, ich denke, es ist eine ganze Menge dran. Ich denke, dass auch ich eine Menge Fehler bei meinen Kindern gemacht habe, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke. Aber ich denke, ich habe auch eine ganze Reihe richtig gemacht. Also man muss das halt dann von beiden Seiten sehen. Also sie lassen die Kinder. Die Kinder werden in dem, was sie von sich aus tun, sie werden nicht in eine bestimmte Richtung geschoben, aber wenn sie von sich aus irgendwie fragen, dann unterstützt man das. Und es gibt eine Art Schule, die innerirdische, übrigens bedeutet das Wort Schule Muße übersetzt. Und ja, Muße haben unsere Kinder in der Schule ja überhaupt nicht. Aber die Innerirdischen benutzen das Wort Schule schon. Das sind eigentlich nichts anderes als fange ich etwas größer an. Sie leben in Landsitzen, sie lehnen Städte ab, weil sie sagen, Städte braucht man nur dann, wenn man Menschen konzentrieren will, so für Arbeitsplätze oder wenn man sie konzentriert an einer Stelle sind, Menschen am besten zu beeinflussen und ja, unter Kontrolle zu halten. Und sie sagen, der Mensch braucht eigentlich den Kontakt zur Natur. Und die können sich nicht vorstellen, in Schuhschachteln, die aufeinander gestapelt sind, zu leben, wie sie sich ausdrücken. Ja, und sie sagen, ich brauche doch Raum um mich. Und genau so leben sie. Sie haben also alle ein Stück Land, worauf sie leben. Sie essen von ihrem Land. Sie essen, also gibt keine große, riesige Felderwirtschaft. Klar gibt es an jedem Ort einen kleinen Teil, wo ein bisschen Getreide noch zusätzlich angebaut wird, oder ein paar Obstbäume mehr noch stehen. Aber das ist nicht vergleichbar mit uns, weil die sagen, Getreideanbau, so wie wir ihn machen, ist Monokultur und Monokultur lehnen sie ab. Ja, und diese Landsitze sind so um so einen Ortskern rum gruppiert. Das sind also, sie leben halt so in Dörfern. Und in jedem Dorfmittelpunkt gibt es ein Gemeinschaftshaus, ein großes Gemeinschaftshaus. Und da in diesem Gemeinschaftshaus sind zwei oder drei Räume, die der Schule vorbehalten sind. Da ist es aber nicht so, dass da die Kinder, so wie hier, dass alle sitzen und der Lehrer steht wie ich hier vorne und erzählt, sondern die Kinder machen irgendwelche Dinge und die Räume sind nur dazu da,
wo sie sich, um sich zu treffen, um Material aufzubewahren und so weiter. Wie Schule funktioniert, erkläre ich immer sehr gerne an einem Beispiel, weil ich fand das sehr schön, Alf hat es erlebt. Der kam nach Hause und sagte, heute habe ich erlebt, wie Schule sein kann, das war einfach nur schön. Er sah an einem See so ein paar Kinder sitzen, von ganz klein bis ganz groß zusammengewürfelt, also nicht eine Klasse in einem Alter. Die hatten alle so einen Zeichenblock auf den Knien und einen Bleistift in der Hand und waren am Zeichnen. Und dann hat Alf sie gefragt, was sie machen. Und dann haben sie gesagt, wir planen ein Segelboot zu bauen. Und dann hat er so sie haben also Lernbegleiter in der Schule, die eigentlich das, was wir als Lehrer bezeichnen würden, die aber keine Lehrer sind, sie sind eigentlich Ratgeber. Die geben Tipps, wo können sie das erfahren, wenn die Kinder von sich aus nicht weiterkommen oder wo können sie hingehen, wer kann ihnen darüber da weiterhelfen und so weiter. Und mit ihr hat er dann gesprochen darüber, was die Kinder, denn, wie das denn funktioniert jetzt mit dem Segelboot. Und er sagt sich, ja, bei uns ist das so, unsere Kinder überlegen sich irgendwas, was sie gerne machen wollen. Oder einer sagt, ich hätte Lust, das und das zu machen. Und dann kommen ein paar andere dazu und sagen, oh ja, da habe ich auch Lust zu und mach mit. Und das ist auch geschehen mit dieser Gruppe, die jetzt das Segelboot bauen. Diese Lehrerin sagte, die fangen jetzt an zu zeichnen. Sie müssen Rechnen dafür lernen, sie müssen Physik dafür lernen. Sie müssen lernen, welches Holz man dafür nimmt, wie man dieses Holz wasserfest macht. Sie müssen lernen, welches Material man dafür das Segel nimmt. Sie müssen lernen, wie man das Segel webt. Und sie müssen lernen, wie das Wetter zu beobachten, wann man segeln kann. Sie müssen lernen, wie man segelt. Und das alles gehört zu diesem Projekt Segelboot bauen. Die lernen dafür innerhalb kürzester Zeit unendlich viel. Und das werden die nie mehr vergessen. Wenn wir Physik oder Mathematik gelernt haben, haben wir für eine Arbeit gepaukt und dann haben wir das danach wieder vergessen. Das tun die nicht, weil sie wissen ja, wofür sie das gelernt haben. Und das merken die sich. Weil alles, was wir mit Gefühlen machen, speichern wir ganz anders ab, als Dinge, die wir ohne Gefühle einfach intellektuell lernen. Und so ist das Lernen in der Erde insgesamt. Wenn dein Kind zum Beispiel Lust hat oder gerne irgendwelche Käfer beobachtet, dann sagen die Eltern, ja, guck mal, es gibt noch ganz viele andere. Guck mal, wo du noch andere findest und so. Und dann fängt das Kind an zu suchen und zu forschen, wenn das alleine ist. Und dann wird es dazu animiert, vielleicht das zu beobachten, was die essen und so weiter und so fort, wo die wohnen und so. Und dann soll es einen Vortrag halten vor dem Dorf. Und das machen die, da haben die gar keine Bedenken. Also die stellen sich vor die ganze Dorfgemeinschaft und halten Vortrag über das, was sie herausgefunden haben. Auch das ist Schule. Also es kann auch ein Kind für sich alleine irgendwas machen. Das funktioniert, das alles. Also ja, das ist, als ich das gehört habe, wurde auch mein Herz ganz weit. Weil ich persönlich habe die Schule gehasst. Ja, ich werde immer gefragt, was essen die in der Erde? Essen die Fleisch? Die Homo sapiens, die dort leben, essen kein Fleisch. Die essen alles das, was aus ihrem Garten kommt, mehr nicht. Wenn sie Tiere haben, also sie halten keine Haustiere, so wie wir. Allerdings haben sie alle die meisten Kontakt zu Tieren in der Natur. Und sie nehmen sich auch, wenn die wissen, dass da vorne ein Schaf ist, das ein Junges hat, auch mal Milch. Wenn das Schaf es zulässt. Wenn das Schaf es nicht zulässt, nicht. Die Reptus in der Erde essen Fleisch, aber und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und das hat ganz viel mit ihrer Kultur zu tun. Sie würden nie ein Tier töten dafür. Die Reptus haben eine ganz innige Beziehung zu Tieren, viel inniger als die Homo sapiens. Alf sagte, hatte mit einem der Reptus sich angefreundet, der nannte sich Stasa. Und
Stasa sagte eines Tages zu ihm: Magst du meinen Otter mal kennenlernen? Und Alf sagte: Ja, gern. Wo ist der? Und dann sein Landsitz endete an so einem See. Und er ging an den See und klopfte auf den Boden. Und dann kam nach kurzer Zeit so ein Otter angewackelt. Und die haben geknuddelt und alles. Und Alf hat dann auch mit ihm geknuddelt. Der roch auch abends nach Otter. Ja, aber auf jeden Fall kam Alf dann eines Tages nach Hause und sagte: Heute, als ich runterkam, war Stasa traurig, sein Otter war gestorben und der hat sich zum Sterben an sein Haus gelegt. Der ist also zu ihm gekommen, ist bei ihm gestorben und hat ihm seinen Körper gegeben. Und die essen dann dieses gestorbene Tier, also den Körper, in Gedenken an das Tier. Das ist deren Kultur. Das machen die Homo sapiens nicht, aber die Reptos machen das. Also es ist eine ganz andere Art, das Fleisch zu essen. Ja, das war die Ernährung. Ich werde ganz oft gefragt wegen Beweisen. Ja, ich sagte am Anfang, eigentlich kann ich nichts beweisen. Es wird oft gefragt, ob Alf Fotos machen konnte. Man hat ihm gesagt, er könnte zwar ein Fotoapparat mit runternehmen, aber da würde der kaputt gehen, weil die Einfahrt würde unsere Elektronik würde diese Einfahrt nicht überstehen. Die würde dabei kaputt gehen. Also Fotoapparat oder Handy mitnehmen war Blödsinn. Ja. Er hat einmal ein Foto gemacht von Mara. Das war die Frau von dem Pärchen, wo ich anfangs erzählte, die auf Achele leben, die Acheler sind, in der Erde aber leben. Oder die sind in Innererde als Vertreter ihres Planeten. Aber Mara sieht aus wie wir. Dieses Pärchen kam vom Planeten Achele. Die Spezies, die dort lebt, nennen sich Vril. Und Vril heißt so viel wie Mensch. Wenn die also sagen, wenn wir sagen, ich bin Mensch von der Erde, sagen die, wir sind Vril von Achele. Viele haben sicherlich das Wort Vril schon gehört. Vril-Technologien, so, das sind diejenigen, die den damaligen Wissenschaftlern, die im Dritten Reich am Flugkreisel geforscht haben, die Tipps gegeben haben dafür. Deswegen, die haben die deswegen Vril-Energie genannt. Ist also keine Energieform, sondern sie stammt von den Vril. Das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung. Vril heißt Mensch. Und Mara hat zum Alf gesagt, hat ihn mal nach oben begleitet, hat gesagt: Kannst gerne ein Foto von mir machen. Ich könnte es dir zeigen. Jeder würde sagen: Ja, das kann einer von uns sein. Also es ist kein Beweis, dieses Foto zu zeigen. Für mich, ich habe halt über die ganzen Jahre die Telefonate mitgekriegt, die Alf geführt hat. Die hacken sich in unser Telefonsystem ein, das ist für die überhaupt kein Problem. Alf hatte eine Telefonnummer, die er anrufen konnte. Da ging keiner dran, der hat die Nummer angerufen. Was dann nach da passiert ist mit der Nummer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall legte er auf und er wurde dann später angerufen. Nützte also auch, würde auch niemanden nützen, wenn ich die Nummer weitergäbe, weil auf ein anderes Telefon würden die nicht reagieren. Die hatten als Alf die ersten Kontakte hatte, ist einer mit ihm ausgefahren und hat hier oben an seinem Telefon was eingestellt gehabt, was gemacht hat, sodass das mit, dass das, dass sie das darauf reagieren. Beweis. Für mich war ein ganz, ganz spannender Beweis, den ich mal erlebt habe. Das war Silvester. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber auf jeden Fall waren wir zu Hause. Wir wollten nicht groß rausgehen, Silvester. Ich war unten in der Küche und die Küche ist direkt neben der Haustür gewesen. Und unser Wohnzimmer war im oberen Bereich. Alf lag oben auf dem Sofa, hat gelesen und da klingelt's. Und da ich direkt neben der Haustür bin, gehe ich an die Haustür. Es hatte geschneit, ganz stark geschneit. Und ich sah
von der Straße, Männerfußstapfen von der Straße zu unserer Haustür, aber nicht zurück. Und es stand keiner vor der Tür. Also ich habe keinen gesehen, sagen wir mal so. Stand jemand, aber ich habe keinen gesehen. Und dann habe ich da gestanden, habe gedacht, will mich hier jemand veräppeln? Dann bin ich raus, bin einmal ums Haus, aber es war nichts. Es waren nirgendwo Fußstapfen, außer an der Straße entlang und von der Straße zu unserer Haustür. Und als ich dann einmal ums Haus gegangen bin, zurückkam zur Haustür, waren Fußstapfen von der Haustür zur Straße. Und Alf steht unten an der Haustür oder unten im Flur und sagt, hast du Ülür gesehen? Ülür war der Mann von dem Pärchen da aus Achele. Ich hatte den nicht gesehen. Das heißt, er wollte eigentlich nur kurz zu Alf ein schönes neues Jahr wünschen. Er hatte in der Gegend zu tun und hat sich mir nicht gezeigt. Das war für mich ein ganz verblüffendes Erlebnis damals. Alf hat dann später gefragt, wie er das gemacht hat. Da hat er gesagt, das hat mit Zeitverschiebung zu tun. Also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Zeitverschiebung. Ja, das war eins der beiden gravierenden Erlebnisse, die ich hatte. Das zweite für mich ganz gravierende Erlebnis war, Alf ging morgens frisch rasiert aus dem Haus. Und als er dann in Innererde war, fragte man ihn, ob er Lust hätte, mal mit einem Raumschiff zu fahren. Und da hat er gesagt, ja klar. Und dann hat er gefragt, wie lange sind wir unterwegs? Da haben sie gesagt, 3 Tage. Und da sagte er, oh, da muss ich Christa anrufen, die wartet heute Abend auf mich. Dann haben die gesagt, nein, du bist heute Abend wieder zu Hause. Und er kam tatsächlich abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Ging morgens frisch rasiert aus dem Haus und kam abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Also es war für mich auch ein total verblüffendes Erlebnis. Ja, aber direkte Beweise habe ich nicht. Dann werde ich immer gefragt, hat er mal was mitgebracht von Innererde? Da habe ich gesagt, was hätte er mitbringen sollen? Irgendein handgearbeitetes Teil von dort unten oder so? Das wäre auch kein Beweis gewesen. Aber er hat mal was mitgebracht. Er kam nach Hause und er nahm immer eine Aktentasche mit nach unten, wo er sein Schreibzeug drin hatte. Und seine Brieftasche und so verschiedene Sachen. Aber ihm ging es vor allen Dingen um den Schreibblock und die Stifte, die da drin waren. Und stellte die Tasche dahin und dann sagte er zu mir, du kannst aus der Tasche dir das Tagebuch rausnehmen, kannst lesen, was heute war. Als ich ihn fragte, was war. Und ich mache die Tasche auf, da huschen da 2 so große knallgrüne Echsen raus. Die müssen wohl in Innererde in die Tasche geschlüpft sein. Und ich sag zu ihm, was machen wir denn jetzt mit den Echsen, die rannten bei uns in der Wohnung rum. Und sagt Alf, ja, da muss ich anrufen. Dann hat er angerufen, wurde wieder zurückgerufen und hat dann gefragt, was er mit den Echsen machen soll. Und dann haben die gesagt, er soll sie einfach rauslassen, die kommen schon klar. Aber er hat was mitgebracht, ja, aber nicht bewusst. Und wir haben auch in dem Augenblick nicht drüber nachgedacht, davon Fotos zu machen. Denn wir waren viel zu baff darüber, dass da plötzlich in unserer Wohnung so grüne, knallgrüne Echsen rumrasten. Ja, also, aber Beweise, wie manche das sich vorstellen, habe ich nicht. Man muss entweder in sich reinspüren, entweder glaubt man es, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich glaube es nicht. Ich denke, ich gehe jetzt mal auf Fragen ein, weil ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Menge Fragen da sind. Ja? Kommt schon. Ich habe sehr viele Fragen zur Elektronik. Ich kenne es sehr oft, dass die Elektronik aussetzt. Ich habe es heute Mittag gehabt, stehe vor meinem Auto und plötzlich geht die Tür auf, also gehe nicht auf, aber ich mache Klick und ich habe einen älteren Twingo mit Fernschaltung. Es gibt die neueren, wo die Türen, wenn man einfach mit der Karte dran geht, aufgeht oder eine Uhr aussetzt oder das Handy oder der Computer. Ja. Hat das was mit Innererde zu tun oder mit eigener Energie? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ja. Ich noch was allerdings, ich weiß, dass Innererde
Also auf unsere Elektronik wirken die nicht rein ein, weil die gesagt haben, wenn sie das tun würden, sie könnten das. Sie könnten mit einem Schlag unsere gesamte Elektronik lahmlegen, aber dann würden die Flugzeuge vom Himmel fallen. Ja. Also deswegen würden sie das nicht tun. Ja. Was sie machen, immer wieder haben sie Harp runtergefahren. Sie haben im Anfang in den 60er Jahren, als wir die ganzen Atomversuche gemacht haben, immer wieder auch gereinigt, die Gegend dort gereinigt, die Atmosphäre gereinigt, was dazu geführt hat, dass unsere Wissenschaftler meinten, sie können machen, was sie wollen, es passiert nichts. Ja, und sie haben gesagt, dadurch haben wir es indirekt gefördert. Und deswegen haben sie dann damit aufgehört. Also so direkt eingreifen tun die eigentlich nicht. Nee, ist schon okay. Ich frag da nur noch eins, ich habe ganz viele Fragen, aber das Antwort kann kommen. Und zwar das Buch Edward von Edward Barber Lytton, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, The Coming Race, also die kommende Rasse. Er schreibt auch über Innererde, es heißt, es wäre eine fiktive Geschichte, aber sie klingt mir so wie ein Tatsachenbericht. Kennen Sie das? Ich kenne das nicht, ja. Nein. Ja, das habe ich kurz vorher gelesen, bevor ich Sie auch bewusst hier fand. Ah, okay. Nein, ich kenne das Buch nicht. Ja? Wenn Sie sagen, dass am Anfang diese beiden Rassen, diese beiden Menschheiten zusammen waren. Ja, die haben friedlich. Sind die da unten denn daran interessiert, dass wir wieder miteinander in einen friedlichen Kontakt kommen? Ja, sind sie. Ich sage, die haben sich friedlich die Erde geteilt. Sie haben allerdings nicht gemeinsam in Dörfern gelebt, sondern die Reptus lieben die Hitze. Die warme Sonne. Und die haben mehr den Äquatorialbereich bewohnt, während die Homo sapiens mehr die gemäßigteren Zonen belebt haben. Und in Innererde ist es auch so. In den Bereichen, wo die leben, ist es wärmer. Alpha mal in einer Höhle, wo fast nur Reptus was machen, und die hatte eine viel höhere Temperatur als die anderen Höhlen. Die haben die auch dann geheizt. Obwohl die auch möglichst nicht heizen. Aber es fällt ihnen sehr viel schwerer als den Homo sapiens in Innererde. Zu dem Thema, ob sie sich das wünschen, die sind gespalten in Innererde. Da gibt es zwei Fraktionen unter den Reptus. Die innerirdischen Homo sapiens wünschen sich nichts mehr. Bei den Reptus gibt es zwei Fraktionen. Die eine sagt auch liebend gern, aber die andere ist sehr, sehr skeptisch, weil es ist vorgekommen, dass Reptus, die sich zu oft nach Obererde gewagt haben, in unseren Labors gelandet sind. Stasa gehörte dazu, also der sich mit Alf befreundet hatte, ist, weil die lieben unsere oberirdische Sonne, die ist viel intensiver als die innerirdische Sonne. Und in den heißen Gegenden kommen die richtig gerne raus, und zwar ganz besonders in Asien in bestimmten Gegenden, weil die Menschen, die dort sind, sich nicht an denen stoßen. Die kennen die. Die sagen, das sind die Nagas. Und da kommen die raus und genießen einfach dort die Sonne. Und Stasa hat das einmal sehr unbedacht gemacht und ist dann in unseren Labors gelandet. Die haben den gefangen, haben den eingesperrt. Irgendwann hat einer der Aufseher dort, oder zwei Aufseher haben sich seine erbarmt und haben ihn wieder freigelassen. Und Alf hat dann irgendwann mal gefragt, hast du uns deswegen für das, was wir dir angetan haben? Und er sagt dann, nein, warum sollte ich? Es waren ja auch Homo sapiens, die mich befreit haben. Und die hassen nicht. Aber die diese Erfahrung gemacht haben, sind natürlich äußerst skeptisch. Und es sind halt viele, die sagen, ihr seht ja an denen, was passiert, wenn wir nach oben kommen, wenn wir uns öffnen für die. Und andere sagen, wir müssen irgendwann den Anfang machen. Also die sind da nicht ganz einig, was das anbetrifft. Ja? Also für ein allfälliges Zusammenleben gibt es Inputs, was wir Menschen dafür tun können, dass wir so ein freies, völliges Leben führen können, wie Sie das drin tun? Ja, von
davon wegkommen, uns über das Haben zu definieren. Das ist für die ganz, ganz wichtig. Also festzustellen, wer wir sind, nämlich Schöpfer, und auch versuchen, in unsere Schöpferkraft wieder reinzukommen. Das ist für die extrem wichtig. Wenn wir weg sind von diesem, die sagen, Geld ist in unserer Gesellschaft, wir sollen es nicht ablehnen, weil es ist ein Mittel zum Zweck, wir sollen es aber nur als das sehen, was es ist, ein Mittel zum Zweck. Sie sagen, im Grunde ist aber jedes Tauschmittel, kommt aus einem Mangelgedanken heraus. Aus dem Gedanken, dass man weniger könnte als ein anderer. Oder dass man mehr tun könnte für die Gemeinschaft, als ein anderer für die Gemeinschaft tut. Ja. Sie sagen aber, jeder Mensch ist von Natur aus kreativ. Und jeder Mensch tut auch was, wenn er das aus sich heraus tun kann und nicht muss. Ja? Gibt es denn eine Interaktion zwischen, also so eine Art Kampf zwischen den Aliens, die uns versklaven, die Sie ja schon angesprochen haben, mit den Leuten von Innererde, um den Wandel voranzutreiben, dass es da irgendwann zum Schluss dann eine friedliche Lösung gibt? Also die haben schon Kontakt. Sie haben auch mal dazu beigetragen, dass eine größere Gruppe weg ist von der Erde, von denen. Aber mehr können sie nicht tun, weil sie sagen, sie würden einen galaktischen Krieg hervorrufen, wenn sie sich einmischen. Nein, die fühlen sich im Recht, sie sind von unseren Regierungen eingeladen. Ja, unsere Regierungen arbeiten mit ihnen zusammen und die fühlen sich im Recht, hier zu sein. Also die müssen da sehr vorsichtig sein, was sie tun und wie weit sie gehen können. Aber sie sind in Kontakt mit denen. Ja? Ja? Die Kommunikation ist deutsch. Ja, richtig. Ja. Also Deutsch, wie wir es sprechen, nicht. Es ist ganz altes Hochdeutsch. Was die benutzen, da sind aber viele Worte drin, die wir schon nicht mehr kennen. Alf hat gesagt, er konnte die gut verstehen, wenn sie langsam sprachen, mit der Gestik dabei konnte er sie verstehen, aber er verstand nicht jedes Wort. Ja, aber es ist ein altes Hochdeutsch. Unser Althochdeutsch ist genau wie das Altsibirisch der ursprünglichen Erdensprache sehr nahe, und das war das Altvedische. Slawisch-arische Wesen. Ja, das hat damit zu tun. Ja, nicht nur. Also alle anderen Sprachen gehen auf das Vedische zurück. Bis auf Latein, die Kunstsprache. Ja, aber so alle anderen Erdensprachen gehen darauf zurück. Außer es sind Sprachen, die außerirdische Herkunft haben. Zum Beispiel die Chinesen stammen nicht von der Erde. Chinesisch geht nicht auf das Altvedische zurück. Nur jetzt als ein Beispiel. Ja. Ja? Wie leben die Tiere untereinander in der inneren Erde? Gibt es da auch diese wie auf der Erdoberfläche, die gehen da nicht auf? Das gibt es auch, ja. Also es fressen auch Tiere andere, aber die Innerirdischen sagen, wir haben ein falsches Verhältnis zu dem Thema Tod, wenn wir diese natürliche Auslese, die da geschieht, verurteilen, weil die erwischen eh nur kranke Tiere. Also Tiere, die nicht, also es ist im Prinzip wie auf der Oberfläche, das ist eigentlich ähnlich. Also in der normalen Natur, oder dass die Tiere sich eben die kranken Tiere und die schwachen. Die selektieren die kranken und schwachen Tiere, ja. Dabei. Also das, Sie sagen, das ist Natur. Mhm. Ja? Wie lange geht so eine Reise in das Innere? Unterschiedlich. Also wie gesagt, einmal war er für mich den ganzen Tag weg, aber er war 3 Tage weg, und andermal war er nach 2 Stunden wieder zu Hause, aber manchmal auch einen ganzen Tag. Aber das war, also er kam immer abends normalerweise wieder nach Hause. Und Sie hätten nie die Möglichkeit gehabt, mitzugehen? Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Nein, das hat auch seinen Grund. Also Alf hat anfangs, er hätte gern gehabt, dass ich mitkomme, weil er sagt, es ist was anderes, ob ich dir jetzt mein Tagebuch vorlege und wir reden darüber, oder ob du es miterlebst. Aber Alf hat es unten auch mehrfach angesprochen, und sie haben gesagt,
Erstens, deine Frau hat es nicht in der Seelensignatur. Die bezeichnen das, was wir als Aura bezeichnen, als Seelensignatur. Die sagen, da ist alles drin gespeichert, unsere ganzen früheren Inkarnationen, alles. Und man wird dann nach in der Erde eingeladen, wenn es in dieser Seelensignatur ersichtlich ist, dass diese Einladung wichtig ist für den Menschen oder auch für Innererde. Also die erkennen das. Beim Alf war es, Alf hatte in Vorleben schon Kontakte und das war eine Weiterführung dieser Kontakte. Aber das heißt nicht, dass jemand jetzt, der eingeladen wird, besonders spirituell ist oder sonst was. Ich habe einmal, ich habe einen kennengelernt, der Kontakte nach Innererde hatte. Nee, den habe ich nicht kennengelernt, nur über die Bücher über die Tagebücher kennengelernt. Alf hat halt ganz viel mit dem auch gesprochen, hat so aufgeschrieben, was der so von sich gegeben hat. Und dann habe ich mal zu Alf gesagt, ich verstehe gar nicht, wieso der Kontakte hat. Und dann hat Alf gesagt, das hat er in Innererde zu Ylür mal gesagt und hat Ylür gesagt, das wissen wir auch nicht. Aber er hat sich in der Seelensignatur und dann bekommt er die Kontakte. Ja, also ich habe aus dem Grund die Kontakte nicht bekommen. Die sind allerdings, es gibt 30.000 Menschen, die Kontakte haben und damit sind die auch ausgelastet. Warum sollten sie? Ja, der zweite Grund, warum ich keine direkten Kontakte bekommen habe, das war, sie sagten zu Alf, deine Frau braucht das nicht. Und dann, die hat den Kontakt. Und dann habe ich gesagt, wo habe ich Kontakt? Also ich habe das nicht begriffen, wieso die sagen, die hat den Kontakt. Und dann sagen sie, wir werden sie zeigen. Und dann haben die mir die Nächte, also die Tage danach, morgens so in der Aufwachphase, wo man so noch so im Halbschlaf ist, ja, noch nicht ganz wach ist, aber auch nicht mehr schläft, haben die mir Botschaften geschickt und haben dann später Alf angerufen, gefragt, was bei mir angekommen sei, und das war immer richtig. Und daraufhin haben die gesagt, und das könnte ich auch im wachen Zustand. Und dann habe ich angefangen zu üben und habe gemerkt, ja, ich kann das. Aber ich hätte das selber nicht gewusst, dass ich das kann. Ja, und die haben dann irgendwann gesagt, das können eigentlich alle, das könnten alle Menschen, wenn sie sich wieder darauf besinnen würden. Aber ich eigentlich haben die mir gesagt, ich habe es immer gehabt von Kindheit an, nur mir war das nicht bewusst. Gibt es dort auch so Probleme wie Religionen? Nein. Sie glauben an ein Schöpferwesen, ja. Sie bezeichnen dieses Schöpferwesen nicht als Gott wie wir, sondern sie bezeichnen es als Mater. Materie kommt von Mater. Und Mater beinhaltet auch Mutter, Vater. Aber sie sagen, wir definieren dieses Schöpferwesen nicht. Weil wie können wir was definieren, was unser Schöpfer ist, das können wir nicht. Da müssten wir drüber stehen, um das definieren zu können. Deswegen, Sie sprechen nur von Mater und damit ist für Sie die Sache erledigt. Ja? Es gibt dann auch keine Machtkonflikte. Nein, überhaupt nicht. Ja, komme ich aber gleich dann noch drauf. Ja? Ist es möglich, dass wir Menschen in vorangegangenen oder auch zukünftigen Inkarnationen, also weil die Zeit existiert ja nicht wirklich, auch Mitglied von innerer Erde waren? Das kann sein, dass hier mehrere drin sitzen, die auch schon in der Erde waren, ja. Wenn Sie es jetzt, die schon in der Erde waren, kann sein, dass die jetzt im Augenblick die Veranlassung nicht haben, reinzugehen. Das erkennen die einfach. Hm? Ja. Ich wollte zu den Machtstrukturen noch was sagen. Also es gibt keine Parteien, keine Regierungen und so weiter. Die Innerirdischen sagen, wir brauchen das alles nicht, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich. Sie haben 12er-Räte, diese 12er-Räte haben aber nur die Aufgabe zu organisieren. Also ganz einfach, wenn zum Beispiel, weil sie viel Pferde benutzen, haben sie
Pferdewege durch den Wald. Und wer weiß, jeder weiß, dass Pferdewege irgendwann mal ziemlich aufgematscht sind. Und dann kiesen die. Und ist jetzt nur als ein Beispiel. Und das muss halt organisiert werden. Dann setzt sich dieser Zwölferrat zusammen und überlegt dann, dann machen dann so einen Anschlag, an dem und dem Tag kiesen wir den Waldweg. Und normalerweise machen die das so, es passt jetzt ganz gut rein, dass dann das ganze Dorf zusammenkommt, die Männer kiesen mit den Kindern, da fährt vorweg dieses Antigraffahrzeug, da liegt der Kies drauf, die Kinder schmeißen und die Männer schmeißen den Kies runter und die Frauen bereiten ein Fest vor. Also das endet mit einem Fest. So funktionieren dort die Aufgaben. Und eigentlich haben die nichts mehr als organisatorische Aufgaben. Und es geht nur der rein, der gerne organisiert. Weil es hat keiner mehr Macht dadurch und es hat auch keiner, Geld gibt es nicht. Ja? Also das ist ja Arbeit. Und das, ja, ich werde gerade erinnert, ich soll eine Pause machen. Ja, ja, mache ich gleich. Also es ist so, dass das einfach, das läuft und jedes Dorf hat ein Zwölferrat und 12 Dörfer zusammen haben wieder ein Zwölferrat. Die 12 deshalb, weil die sagen, die 12 ist energetisch eine Zahl, die in eine höhere Dimension reinreicht. Also unser ganzes Universum besteht aus 12 Dimensionen. Und wenn 12 Menschen zusammen sind, ergibt es zusammen die 13, was eine 1 für eine höhere Sphäre wieder ist. Deshalb 12. Und es ist mit männlichen und weiblichen Energien ausgerichtet. Das geht nicht um Mann und Frau Gleichberechtigung, so wie wir das denken, sondern es hat was damit zu tun, dass männliche Energie anders ist als die weibliche Energie. Unsere Frauen sind männlich gepolt hier oft. Also hier auf der Erde, weil bei uns zählt nur das Männliche. Wenn eine Frau Karriere im Beruf macht, handelt sie männlich. Muss sie, sonst kann sie keine Karriere machen. Und das männliche Prinzip ist das vorwärtsgehende, das schöpferische Prinzip eigentlich, das ausweitende Prinzip. Und das Prinzip der Frau ist das nach innen gehende, das bewahrende Prinzip. Und was bei uns passiert, dass wir eine Technik haben, die zerstört, hängt damit zusammen, dass die rein männlich gepolt ist, diese Technik. Wäre das weibliche Prinzip damit einbezogen, hätten wir keine Atomkraftwerke gemacht. So, und dann mache ich jetzt Pause. So. So, ja, dann mache ich weiter. Also ich wurde jetzt in der Pause gefragt, ob die Innerirdischen gegen die uns bis heute noch in den Griff haben, gegen die Dunklen wehren könnten und so in verschiedene Fragen in die Richtung. Dazu kann ich nur sagen, wir könnten das auch. Alf hat ein ganz, ganz eklatantes Erlebnis gehabt, ist im Buch 2 beschrieben, aber er hat danach immer wieder diese Erlebnisse gehabt und zwar haben sich vor seinen Augen Wesenheiten materialisiert, die wir als Seraphim bezeichnen in der Bibel. In der Bibel heißt es, das sind die höchsten Engel Gottes oder so. Auf jeden Fall wird uns gesagt, sie stehen halt weit über uns, sind ganz oben und wir sind hier so ganz unten im Kleinen. Und die haben zu Alf gesagt, das ist das Schlimmste, was wir tun konnten, uns dem so unterzuordnen und das zu glauben. Die sehen uns auf gleicher Augenhöhe. Die Seraphim haben zu Alf gesagt, wir sind eigentlich die Schöpfer innerhalb der Materie und sie sind dazu da, um uns zu unterstützen. Unser Universum besteht aus 12 Dimensionen, sagte ich ja am Anfang schon. Übrigens hat Burkhard Heim das sehr schön auch wissenschaftlich versucht zu beschreiben. Ich habe seine Arbeiten gelesen, ich verstehe sie nicht, aber ich denke,
dass er das recht gut beschrieben hat, oder ich habe auch von Ihnen, Erde, gehört, dass er das sehr gut gemacht hat. Es ist so, wir agieren über unsere Seelen haben sich ja mit der Materie verbunden und dadurch agieren wir materiell bis in die Ende sechste Dimension, bis dahin geht nämlich die Materie, die geht bis Ende sechste Dimension. Ab siebte Dimension bis neunte Dimension ist der feinstoffliche Bereich, sind die feinstofflichen Dimensionen. Da befinden sich die ganzen Naturwesen. Also, weiß ich, Feuerwesen, Wasser, die ganzen Elementarwesen und so weiter. Und die sind eigentlich auch nur dazu da, um uns zu unterstützen. Nicht nur, sie halten natürlich auch die Natur aufrecht. Und von der neunten bis zwölften Dimension, da befinden sich die Geistwesen, die geistigen Wesen, die wir als Engel bezeichnen oder, ja, wie gesagt, die Seraphim. Sie sagen, wir wären in der Lage, durch alle Dimensionen hindurch zu agieren, von der untersten materiellen Ebene bis in die zwölfte Dimension hinein geistig. Also ab Ende sechster Dimension aufrecht geistig. Und wir wären unheimlich mächtig, wenn wir uns unserer Macht wieder bewusst würden. Während Sie agieren nur in den drei oberen Dimensionen. Eigentlich ist unser Spektrum viel ausgedehnter und viel weiter. Also wenn man uns sagt, wir sind klein und niedrig, dann ist das, um uns klein und niedrig zu machen, aber nicht, weil wir das wirklich sind. Wir sind es, weil wir daran glauben, dass wir es sind. Das ist das große Problem bei uns. Die Innerirdischen wissen, dass sie Schöpfer sind. Sie sprechen mit Gott, sagen sie. Und sie agieren mit den Engeln und sprechen mit den Engeln. Sie agieren mit den Naturwesen, sprechen mit den Naturwesen. Und das haben wir alles vergessen und lassen uns klein machen. Die dunklen Außerirdischen kommen höchstens die schaffen nicht die fünfte, geistig nicht in die fünfte Dimension hinein. Die sind hochintelligent, intellektuell, aber sie kommen nicht weiter als Ende vierter Dimension. Das heißt, wir stehen eigentlich viel höher als die, wenn man es genau nimmt. Und sie schaffen es auch nur, uns zu unterdrücken, weil sie menschliche Erfüllungsgehilfen haben. Wenn also so ein Asura-Fürst hier vor uns stände, Alpha hat die Obersten von denen als Asura-Fürsten bezeichnet, dann hätte der keinerlei Macht über uns. Der könnte nichts tun, der wäre uns gegenüber machtlos. Die Macht haben die nur, weil sie unsere Regierung im Griff haben, weil sie denen Macht versprechen. Und die nutzen ihre Macht und halten uns klein. So läuft das Ganze. Und es ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne sich darüber im Klaren wird, wieder wird, wie mächtig er ist. Jetzt war da hinten eine Frage. Ja, also das heißt konkret, wenn wir unsere Regierungen quasi rückabwickeln, also wenn wir die auflösen, dann können wir uns auch davon befreien. Wir könnten uns auch davon befreien, solange die bestehen. Wenn wir nicht das machen würden, was die sagen, hätten die keine Macht. Also im Grunde bedeutet das, uns so weit wie es geht aus den Systemen rauszunehmen. Das ist der einzige Weg. Und unsere Macht zu stärken, uns mit der Natur zu verbünden, das ist ganz, ganz wichtig. Wie stark die Natur eigentlich auf uns wirkt, hat man Alf mal gezeigt. Alpha, also ich hatte ja am Anfang von dem Pärchen erzählt, Ylur und Mara, die von Achele sind, aber zu Gast in der Erde sind, mit denen hatte Alf dort unten sehr viel zu tun. Und die haben mal, da war er in ihrem Garten, und da haben sie ihm zwei Beete gezeigt. In dem einen Beet waren ein paar Karotten da sagte Ylur, das sind meine. Und in dem anderen Beet waren ein paar Karotten, das sagte er, das sind Maras Karotten. Diese Karotten wurden am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Samen gesät. Aber die Ylurs Karotten bekamen die Information,
von Ulur, also zum Beispiel indem er seinen Urin verdünnt darüber gegossen hat oder indem er da barfuß gelaufen ist. Und die Karotten von Mara hatten die Information von Mara. Dann hat er die aus beiden Beeten eine Karotte rausgenommen, die abgewaschen hat, gesagt, so, jetzt darfst du beide mal probieren. Und Alf sagte, die schmeckten völlig unterschiedlich. Also er sagt, die enthält alles, was Mara braucht, um gesund zu bleiben. Und die Karotte enthält alles, was ich brauche, um gesund zu bleiben. Weil die stellen sich auf den Menschen ein. Und ich selber habe das mal erlebt im Garten. Ich habe auch einen Garten und esse auch teilweise aus meinem Garten. Und da hatte ich Alpha, das war jetzt ein Jahr vor seinem Tod, da hatte Alf da ist ihm ein Aneurysma im Bauch geplatzt und er ist durch eine Notoperation gerettet worden, hatte aber sehr viel Blut verloren. Und dann hatte sein Arzt gesagt, ich soll halt was machen, dass er dann wieder Blut aufbaut. Und ich habe dann angefangen, ihm jeden Tag Rote-Bete-Saft zu machen. Ich hatte Rote-Bete im Garten, aber natürlich nicht die Menge, um ihm täglich größere Menge Rote-Bete-Saft zu machen. Und ich habe aber trotzdem erstmal angefangen, aus dem Garten die rote Beete zu ernten. Und dann stellte ich fest, dass meine rote Beete immer größer wird. Innerhalb kürzester Zeit. Ich hatte solche rote Beete nachher im Garten. Die hatte ich noch nie gesehen. Also das hat mich selbst total verblüfft. Du hast ein Foto gesehen, ne? Ich habe ein Foto gemacht und sie hat es gesehen. Ich war sogar da, ich habe sie selbst gesehen. Ja, solche Dinge. Ich hatte noch nie so große rote Beete gesehen. Die ist gewachsen, weil die Natur sich auf Alf eingestellt hatte, weil die gemerkt hat, er braucht das. Und so könnten wir, und deswegen sagen die, wir brauchen die Natur um uns, die unterstützt uns in jeder Hinsicht. Das passiert in der Stadt nicht. Auf wen soll die Natur sich in der Stadt einstellen? Das geht nicht. So, sind noch Fragen da? Ja? Was ganz anderes. Im ersten Buch ist von jemandem die Rede, ich weiß nicht, ob es Alf ist oder jemand vom Morden, der eine gewisse Zeit sich Nostradamus-Forschung... Ja, das war nicht Alf, das war jemand anderes. Jemand vom Morden. Ja. Gibt es irgendwie weiter Kontakte oder besteht irgendwie zwischen euch? Und also ich habe keinen Kontakt zu dem gehabt. Und ich habe auch... Rose Stern, gibt es keine Kontakte bei euch? Oder so? Okay. Das kann gut sein, dass der Kontakte mit Rose Stern hat, aber das muss sagen, das weiß ich nicht. Ja. Okay. Ja. So, sind noch Fragen? Ja? Sie haben vorher erklärt vom Mensch, der in allen Dimensionen tätig sein kann. Und mich nimmt unter die anderen Außerirdischen, in der inneren Erde, sind die auch so in allen Ebenen? Hat sich jeder die Frage verstanden? Ja, gut. Also, ja, die in der Erde, ja, klar. Die leben in der fünften Dimension und also wir müssen uns das mit den Dimensionen so vorstellen, das durchmischt sich ja. Also wenn hier ein Regenwurm ist, der lebt garantiert nicht in der vierten Dimension wie wir. Der lebt also, weiß ich, erste oder zweite Dimension. Der kann vielleicht gerade so das unter sich überblicken. Ja? Uns wird ja immer gesagt, wir leben in der dritten Dimension. Das ist falsch. Wenn wir in der dritten Dimension leben würden, könnten wir keine drei Dimensionen überblicken. Ja, wir müssen da drüber sein, wenn wir was überblicken wollen. Und wir können... Breite, Höhe, Tiefe ganz leicht überblicken. Das sind nämlich die ersten drei Dimensionen. Die Ausdehnung, die Räumlichkeit und die vierte Dimension ist die Dimension der Raumzeit. Und wenn wir anfangen, die Raumzeit in allen Dimensionen zu überblicken, wenn wir zum Beispiel sowas machen können, wie Ulur gesagt hat, das hat mit Zeitverschiebung zu tun, dann sind wir in der fünften. Weil wir dann alles das überblicken. Ja? Und es kann natürlich sein, dass das, also die leben, die Wesen aus höheren Dimensionen leben auch bei uns, mit uns. Wir nehmen sie nur nicht wahr, genauso wenig wie der Regenwurm uns wahrnimmt. Das ist alles. Ja? Und wenn die Menschen in Innererde, die, also auch da vermischt sich das, da leben manche so ganz im untersten Bereich der fünften Dimension und manche sind auch in der sechsten. Das ist eine Sache des Bewusstseins, mehr nicht. Der materielle Körper bleibt bis Ende der sechsten Dimension materiell. Der hebt sich nicht auf.
Und dass, also wenn jemand in der sechsten Dimension lebt, kann das sein, dass der da neben mir steht, aber ich nehme den nicht wahr, weil die Schwingung sich unterscheidet und weil der auch, wenn er nicht gesehen werden will, das machen kann, dass er nicht gesehen wird. So einfach ist das. Das ist viel weniger kompliziert, als wir das denken. Ja? Ist es nicht so, dass sogar mit dem physischen Tod eigentlich wieder automatisch in die fünfte Dimension kommt? Nein, ist nicht so. Nein. Ob mit dem physischen Tod man nicht gleich automatisch in die fünfte Dimension kommt. Nein, dann gehe ich mal jetzt so auf das Thema, wie passiert es überhaupt, wie inkarnieren wir neu, wie suchen wir uns neue Inkarnationen aus. Wenn die Seele sich mit der Materie, die Geistseele, also Geist und Seele gehören ja zusammen. Die Seele ist ja über den Geist mit dem göttlichen Geistfeld verbunden, was oberhalb der zwölften Dimension ist. Und wenn die Geistseele sich mit dem materiellen Körper das erste Mal verbindet, dann hat die ein Astral, wir haben ja alle ein Astralfeld um uns, und dieses Astralfeld ist noch völlig unbeschrieben. Und man könnte sich das vorstellen, wie so eine Diskette, die man beschreibt, das Astralfeld. Also mit allem, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, prägt sich in unserem Astralfeld ein und beschreibt das. Und wenn wir sterben, bleibt die Seele in dem Bereich, der Körper eigentlich war, in dem Dimensionsbereich. Nur, das ist halt ein anderes, ja, ich weiß es nicht, das nicht sichtbare Universum. Also, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also, wir katapultieren nicht plötzlich nach oben. Und wir können auch nur wieder inkarnieren, so in dem Bereich, wo wir aufgehört haben. Also wir können uns, es wird oft gesagt, wir denken uns, wenn wir gestorben sind, aus, wo wir wieder inkarnieren. Nee, das richtet sich nach dem, was da auf unserer Festplatte drauf ist. Und nicht anders. Das heißt also, jetzt, im Hier und Jetzt, bereiten wir im Grunde durch unser Denken, durch unser Fühlen, durch unser Tun, unsere nächste Inkarnation vor. Und wir haben freie Auswahl zu inkarnieren, wenn wir uns in der vierten Dimension befinden, auf einem Planeten, die Menschen in der vierten Dimension leben. Aber nicht, wo die Menschen in der fünften Dimension leben. Weil wir das, es sei denn, wir haben uns im Laufe des Lebens so weit hochgearbeitet, dass wir in der fünften Dimension existieren können. Ja? Also ist das Bewusstsein unsterblich? Ja. So. Ja. Es ist unser Selbst, unser Höhe, das, was so oft als höheres Selbst bezeichnet wird. Ja? Ja? Wenn wir das möchten, könnten wir jetzt uns das vorstellen, zu inkarnieren im Inneren, dann weiterzuleben, in der Innerwelt. Ja, aber dann nur dann. Das hat ganz viel, also Anastasia spricht zum Beispiel von der Reinheit der Gedanken. Ja, solange wir über andere urteilen, anderen Böses wünschen und ständig streiten, schaffen wir das nicht. Ja, das hat ganz viel, das ist nur Arbeit an sich selber im Grunde. Ja, da war ganz hinten. Und zwar habe ich nochmal zu Friel eine Frage. Wie viele Damen in den 20er, 30er Jahren waren das? Nee, die hatten einfach nur Kontakt zu den Frieden. Die haben ihr Wissen weitergegeben. Also sie hatten mentalen Kontakt, so wie ich auch. Ja. Ja? Altern die Innenmenschen auch? Rauchen? Wie wir, nein, altern. Altern, ich habe verstanden, rauchen. Altern, natürlich altern die. Die sagen... wir wurden alle mal, wie es in der Bibel steht, fast 1000 Jahre alt.
wir haben uns auch da unser Alter runter reduzieren lassen. Also wir haben, das machen wir selber. Wenn denn immer gesagt wird, dass unsere DNS verändert wurde oder an uns rummanipuliert wurde, das ist nicht so, dass da jemand mit der Spritze stand und an uns irgendwelche genetischen Veränderungen gemacht hat, sondern das läuft über unser eigenes Denken. Also heute wissen die Wissenschaftler, dass wir durch unser Denken unsere DNS beeinflussen. Und wenn ich einem Kind ständig sage, du kannst das nicht, dann kann es das nicht. Und genau so sind diese Manipulationen gelaufen, weil wir denen geglaubt haben. Ja? Und wir sind es selber, die das tun. Und wir sind es auch selber, die uns wieder da rausbringen können aus diesem ganzen Dilemma. Ja? Ich habe jetzt eine ernsthafte Frage wegen dem Rauchen. Weil ja. Ich habe eigentlich aufgehört und mir passiert immer wieder, dass ich anfange in kreativen Phasen, weiß aber eigentlich, dass für entwickelte Wesen, wie hier so ein Bursch sagte, das nicht rauchen würden. Rauchen und, ich möchte jetzt fast sagen, saufen, das gerade im Kopf gehabt, trinken die ab und zu Alkohol oder überhaupt? Ich sage zu beiden was. Also, das Rauchen, ja, die rauchen, die sind nicht süchtig. Ja, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Süchtig werden nur die Menschen, die noch suchen, die nicht finden. Ja, es hat ganz viel damit zu tun. Aber Alf sagt, Stase hat sehr wohl hin und wieder mal eine Pfeife geraucht. Da hat er aber alles Mögliche drin geraucht. Da hat er auch Salbei drin geraucht. Also, so puffen, so diesen Rauch aufnehmen. Das ist was anderes. Also das hat der mal genüsslich gemacht, wenn der dann abends der hat sich dann Feuer gemacht vor seinem Haus und hat sich an eine Pfeife gestopft und hat sein Salbei geraucht. Oder Beifuß oder irgendwas, was bei ihm im Garten wuchs, was er sich getrocknet hat und was er sich in die Pfeife gestopft hat. Also das machen einige. Das ist sie sagen, hat nichts mit Sucht zu tun. Alkohol, so wie wir ihn kennen, trinken sie nicht, aber sie brauen. Sie nennen das Habla. Das ist, wir würden sagen Mosch dazu, glaube ich, ne? So mit einem ganz geringen Alkoholgehalt. Oder die Franzosen sagen Citre. Ne? Ja, also aus Früchten. Das hat einen ganz geringen Alkoholgehalt. Das brauen die sich schon mal, wenn die irgendwelche Feste feiern oder so. Aber man findet da keinen Betrunkenen. Und es ist kein ständiges Getränk. Das wird halt gemacht, wenn sie mal feiern. Und mal, sie feiern ziemlich viel. Ja? Wie gehen die Menschen mit ihrer Sexualität um? Weiß man, wissen sie? Ja, das ist. Die Innerirdischen bleiben ein Leben lang mit ihrem Partner zusammen. Aber sie suchen ihre Partner auch anders als wir. Die Innerirdischen suchen Partner, die auch geistseelisch zu ihnen passen. Wir gehen auf diesen sexuellen Reiz hin und das machen die Innerirdischen nicht. Die finden ihren geistseelischen Partner. Und das ist erstmal ganz wichtig. Und wenn alle drei Ebenen stimmen, der körperliche, der geistige und der seelische Bereich, wird die Bindung so eng, dass man da eigentlich gar kein Interesse an einem anderen Menschen hat, weil das wäre weniger wert als die Bindung, die ich mit einem Menschen habe, wo alle drei Ebenen stimmen. Bei uns ist es so, ich könnte das so an so zwei Händen zeigen. Also nur als Beispiel, Alf und ich waren eigentlich keine geistseelische Verbindung. Die Liebe war groß und deswegen hat die Ehe funktioniert. Und weil wir ganz viel an uns gearbeitet haben. Wir haben ständig daran gearbeitet, dass die Ehe funktioniert. Ja? Das war eine bewusste Entscheidung. Und die Innerirdischen. Das ist erst später gekommen, so als Alf tot war und ich so gedacht habe, dass wir eigentlich nicht die idealen Partner waren, ist mir so dieses Bild gekommen. Also zwei Seelen, wo es geistselig stimmt,
da ist das wie zwei Hände, die aufeinander liegen. Und wo es nicht, wo es nicht ganz, die Geist, das Geistseelische nicht ganz so stimmt, bei Alf und bei mir hat das Geistige, das Seelische schon, es hat schon gestimmt, aber wir waren keine verwandten Seelen, ja, dann ist das so, ja, und das hatte seinen Sinn, dass wir auf diese sexuelle Anziehungskraft gegangen ist, weil wenn man solche Verbindungen eingeht, dann muss man an sich arbeiten. Ja, das ist eine Chance, an sich selbst zu arbeiten. Sonst funktioniert diese Ehe nicht. Die meisten Menschen geben nur halt dann auf, und weil sie nicht an sich arbeiten, weil sie dem Partner alle Schuld geben. Das ist das Problem. Ja. Das sind auch die Homo sapiens in der Innenreihe, wie die Reptiloiden. Beide Spezies ähnlich. Die ganze Gesellschaft ist auf der Familie aufgebaut. Ja? Mischen die sich? Es funktioniert nicht gut. Sagen wir mal so, also die Innerirdischen sagen, also sie haben es seit vielen tausend Jahren nicht mehr gemacht. Allerdings, es gab Zeiten, wo sie es gemacht haben, und die sagen, es ist heute, wenn die Liebe da ist, findet man auf mentalem Weg auch Wege. Ja, aber da gehört eine Menge zu. Normal sind die beiden Spezies nicht so ohne weiteres kompatibel. Aber dass es Kinder gab, die aus beiden Spezies entstanden sind, das zeigen heute unsere mongoloiden Kinder. Das sind nämlich, da erinnert sich Mutter Natur an diese Genetik dieser Menschen, die daraus entstanden sind. Die Homo Reptico, die haben zwei Gene mehr und als wir. Und die mongoloiden Kinder haben eins mehr. Die liegen genau dazwischen. Das ist also so eine Erinnerung eigentlich oder ein Rückblick auf eine frühere Genetik. Das sind irgendwelche Nachkommen nach tausenden Jahren von solchen Verbindungen. Also weil auf der Oberhälfte auch ja. Mischung stattfand. Ja, das fand statt. Aber sie, es ist, das, die sagen, die Liebe muss schon sehr groß sein, wenn sie es machen. Ja? Könnte das auch sein? Ich habe kürzlich einen Videofilm gesehen, der hat darüber berichtet, von alten Seelen, wie man merkt, dass jemand eine alte Seele ist. Kann es sein, dass diese alte Seele auch in der Innerwelt war und dass wir jetzt hier auf dieser Erde obendrauf sind und quasi dann das Gleiche vermitteln, was wir zu tun haben oder was wir wieder zu der Natur zurückkommen oder eben das Innerleben quasi jetzt wieder hier auf diese Erde zu bringen? Das weiß ich nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass auch eine ganz junge Seele, die noch so, wo diese Verbindung zu Gott noch ist, auch eine ganze Menge weiß oder die hat ja die Verbindung noch ins göttliche Geistfeld, die nicht gefallen ist. Aber ob die hier leben, ich weiß es nicht. Ulu hat mal zu Alf gesagt, dass er auf tausende Inkarnationen theoretisch zurückgreifen kann, also bewusst. Und er sagt, es leben viele Menschen, die so viele Inkarnationen hinter sich haben. Ja, ich denke das nur, weil momentan ja hier auch sehr viel abgeht, in dem, dass man zur Natur zurückgeht und zum Ursprung zurückgeht. Das sind oft Menschen. Ja, das sind oft Menschen, und ich denke, das sind hier die meisten im Saal auch, die noch diese Urerinnerung an diese Zeiten haben, dass wir dort gelebt haben. Ja. Ja? Ich habe bei dem Namen Ulur kommt mir irgendwie Ayers Rock Uluru, der Heilige Berg. Hat aber damit nichts zu tun. Die Aborigines sind über den Ayers Rock hier gelandet. Die kommen nicht von der Erde.
Also es gibt hier auf der Erde verschiedene Berge, die Sternentore beinhalten. Dazu gehört der Eyas Rock, dazu gehört der Untersberg, dazu gehören, ich weiß nicht, verschiedene andere Berge auch. Da sind regelrechte Sternentore drin und deswegen sind die auch mit Vorsicht zu genießen. Und die Aborigines sind über solch ein Sternentor auf dem Planeten, wo die herkommen, aus Versehen hier auf der Erde gelandet. Hatten Glück, ja, die wussten dann nicht, wie sie zurückkommen. Die hatten Glück, dass sie hier auf dem Planeten waren, wo die Luft so war, dass sie atmen konnten. Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, als Deutsche, ich muss ein bisschen makaber, aber die Juden sehen, liebevoll gemeint, sehen ja auch etwas anders aus physisch. Kommen die von hier oder? Wer? Die Juden. Die Juden kommen ursprünglich von der Erde. Von der Erde. Ja. Und die Chinesen, woher kommen sie? Die Chinesen, weiß ich jetzt nicht, aber die kommen von einem anderen Planeten. Und wie haben sie sich so verbreitet, dass sie in so viele sind? Ja, Ja? Ja, nee, das müssen wohl mehr gewesen sein. Ja. Genauso wie die dunklen Außerirdischen hier angekommen sind. Die haben sich hier auch verbreitet. Ja, das sind auch nicht nur 3-4. Also, es sind übrigens auch schwarzafrikanische Völker, die auch nicht hier ursprünglich von der Erde sind. Die einzige schwarzafrikanische Rasse, die von der Erde ist, sind die Äthiopier. Ja? Sind das Infos, die du von Inhalte hast, oder mischen sich da? Da mischt sich etwas. Ich muss dazu sagen, ich habe mich... Der Alpha, sagen wir so, Alpha, Bibelforscher von Natur aus, hat sich immer mit der Bibel beschäftigt. Und der hat mich auch dann teilweise mitgerissen. Und ich habe dann in der Bibel gelesen, dass wir mal 12 Stämme auf der Erde hatten, die 12 Stämme Israel. Und Alpha hat mir dann irgendwie mal ganz selbstverständlich gesagt, ja, Israel war mal der Begriff für die Erde. Und da sage ich, dann muss es ja 12 ursprüngliche Erdenstämme geben hier. Dann diese Frage hat Alf dann in Innererde gestellt und dann haben die gesagt, ja. Und von allen 12 Stämmen gibt es in Innererde auch noch Abkömmlinge. Die sind sich dessen auch bewusst. Und dann habe ich angefangen, ja, dann will ich jetzt wissen, wo diese 12 Stämme abgeblieben sind. Denn der Stamm Juda sagt ja, wir sind Israel. Und der Stamm Juda war aber nur ein Stamm dieser 12 Stämme. Und ich habe dann angefangen zu forschen. Und Alf war dann mein Innererde. Und da wurde ich vorhin auch mal gefragt, hatte der Kontakte zu anderen Kontaktlern? Ja, die hatte er. Unter anderem mit einer Mongolin, die war an der Universität von Ulaanbaatar beschäftigt. Und die Doye hat das gleiche Thema gehabt wie ich, die 12 Stämme wiederzufinden. Und Alf kriegt Kontakt mit der und dann sagt er, oh, da musste ich mal mit meiner Frau in Verbindung setzen, die erforscht nämlich an dem gleichen Thema. Doye sprach Deutsch. Und dann hatte ich mit ihr hin und wieder mal Kontakt und wir haben uns ausgetauscht über die 12 Stämme. Also, das kam teilweise von Innererde, aber teilweise auch von dem, was Doye rausgefunden hat und teilweise von dem, was ich rausgefunden habe. Aber wir haben das mit Innererde abgeklärt dann immer. Also es waren schon unsere eigenen Untersuchungen. Und wir haben gemeinsam die 12 Stämme gefunden, ja. Deutschsprachigen Stämme sind der Stamm Benjamin, der ursprüngliche. Ja? Jerusalem, hat das etwas damit zu tun? Ich glaube ja, aber Alf hätte jetzt einen ganzen Vortrag darüber halten können, aber ich kann es nicht. Ja, aber es, irgendwie hat es damit zu tun, ja. Mhm. Ja? Wie viele Planeten hat die Innererde Sonne? Gar keine. Die können keine Sterne am Himmel sehen, die sehen nur ihre Sonne. Und da wird es auch nicht dunkel,
Weil die Sonne scheint ja ständig. Also die in Innererde ist ständig Licht. Aber dann stimmt ja das hermetische Gesetz nicht mehr dort. Wie oben so unten. Die sagen, es stimmt, aber ja, also sagen wir mal so. Ja, doch aus der Sicht des Kosmos schon, weil Innenerde ist dann Teil, also innen wie außen. Ja, es ist halt eine Sonne innen, aber also Alfs hat gesagt, er war natürlich auch, ja, es ist ja immer hell, vielleicht sind Sterne da und er hat sie nicht gesehen. Ja, ich weiß es nicht, also normal nicht. Das müssten ja neue Planeten sein. Und so groß ist das ja nicht. Also, haben die denn auch so einen Schlaf-Wach-Rhythmus wie wir, wenn es ja hell ist? Ja, sie haben, also theoretisch könnte man sagen, sie könnten immer schlafen, wann sie wollen. Sie halten sich schon an eine Art Kalender und an Tage und Nacht, weil sie sonst sich ja nicht mal treffen könnten, so zwischendurch. Also sie gehen nach unserem alten Kalender. Nicht nach unserem heutigen. Und sie feiern auch, obwohl sie nur abgeschwächt Jahreszeiten haben, unsere Jahreszeitenfeste. Also sie halten sich an unsere alten Feste. Ja? Ich stolpere die letzte Zeit immer wieder über die flache Erde. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das ins Internet gesetzt wurde zur Verwirrung. Aber ich kann nur zwei Dinge dazu sagen, ja, die mich persönlich belangen. Ich fange gar nicht an eine wissenschaftliche Diskussion. Da mag ich gar nicht mitdiskutieren. Da bringt der eine das Argument, der andere das Argument. Es kann unendlich gehen und da gibt es kein Miteinander, sondern nur ein Gegeneinander. Was mich persönlich sehr, sehr stark beeindruckt hat, Es sind einmal die Planetensignaturen. Ich kann jedem mal empfehlen, sich im Internet mal einzugeben, Planetensignaturen. Es haben sich Menschen die Arbeit gemacht und haben per Computer so Programme erstellt, die Planetenbahnen untereinander aufzeichnen und da entstehen wunderschöne Gebilde. Ja, also zum Beispiel aus dem Planetenbahn der Venus und der Planetenbahn der Erde entsteht eine tolle Blume. Und die Blume des Lebens hat ganz viel damit zu tun. Und wenn man die anderen Planeten nimmt, immer entstehen wunderbare Bilder. Die würden bei einer flachen Erde gar nicht entstehen. Da würde wirklich was richtig Massives fehlen. Das Zweite, was ich dazu sagen kann, ist, alles, was Leben hervorbringt, hat einen Torus, einen energetischen Torus um sich. Und für diesen Torus braucht man die Nordpol und Südpol übereinander, sonst wird der nicht funktionieren. Und auf dem flache Erde-Modell ist es außen. Da könnte kein Torus entstehen bei der flachen Erde. Und die Erde bringt Leben hervor. Ja? Mir ist etwas eingefallen, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich war vor ein, zwei Jahren in Goethe Ahnung zu einem schönen Vortrag in Dornach von einem auch 20er Jahre, 1920. Und zwar ging es da um den Gegenraum, den sogenannten Gegenraum. Ein Astrophysiker war das. Und zwar hieß es da, dass das, was im Gegenraum eigentlich erscheint, theoretisch sichtbar sein müsste, wie auch Sterne, da nicht erscheint, sondern auf der anderen Seite erscheint. Ja, die können ja auch nicht, weil es wird ja nicht dunkel. Wir sehen ja die Sterne auch nur im Dunkeln, aber es können keine großen Sterne sein, weil der Platz wäre gar nicht. Das müssten dann kleine, winzige Partikel sein, die da schweben. Das kann sein, das weiß ich nicht. Was meinen Sie mit dem alten Kalender? Davor. Also, das weiß ich nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, dass die Kelten und Germanen, die haben sich nach den Jahreszeiten gerichtet und bei denen fing, also Innererde sagt, bei denen fing das Jahr mit dem Frühling an. Ja.
wenn alles wieder sprießt, alles wieder an die Oberfläche kommt. Im März. Ja. Also zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und die richtet sich, diese richten sich ja nach der Sonne. Und deswegen richten die sich in Innererde auch nach der Sonne. Ja. Ja. Am 14. Dezember ist ein öffentlicher Vortrag in der ETH Zürich über ein Raumzeitphänomen. Es geht da allerdings um Schall. Und den Vortrag werde ich besuchen. Ja. Und zwar genau aus diesem Grund. Ja. Ja, Schall ist auch ein gutes Beispiel zum Thema flache Erde. Jeder Planet hat seinen eigenen Ton. Das ist bekannt, und einen Ton kann es nur geben, wenn er hohl ist. Sonst, also ich kann, wenn ich eine Vollkugel habe, kann ich ja draufschlagen, so viel wie ich will. Es kommt kaum ein Ton raus. Habe ich eine Hohlkugel, dann kommt da ein richtig schöner Ton raus. Und die Erde hat den Ton D. Und also für mich ist das ganze Universum ein Konzert. Also. Dabei gefügt, Untertitel ist, kann Schall schneller sein als Licht. Aha, spannend. Ja. Ach, wir denken ja, das Licht das schnellste ist, was es gibt. Unsere Gedanken können viel schneller sein. Weil das haben Wissenschaftler inzwischen festgestellt, dass jeder Gedanke, den wir haben, und das zeigt eben, dass wir Schöpfer sind, einen Elektronenstrom aussendet. Und je kreativer und schöpferischer der Gedanke ist, umso jedes Elektron hat ja einen Eigenspin, also eine Eigendrehung. Und je kreativer und schöpferischer der Gedanke ist, umso schneller dreht sich das Elektron, umso größer höher wird der Spin. Und richtig schöpferische, kreative Menschen, deren Spin ist 32-fache Lichtgeschwindigkeit. Also, das ist enorm. Auf der anderen Seite, so unsere Alltagsgedanken, die sind nicht so schnell. Deswegen spricht Anastasia von der Gedankengeschwindigkeit. Auf der anderen Seite auch, also bei einem schöpferischen Gedanken, aufbauenden Gedanken, dreht sich der Spin entgegen dem Uhrzeigersinn. Und bei einem negativen Gedanken, also wenn wir zweifeln, Ängste haben und so weiter, dreht sich der Spin mit dem Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ich denke, ich bin jetzt schöpferisch und sage, ich mache das und das und zweifle dann, hebe ich das Ganze wieder auf. So einfach ist das. Deswegen sind die meisten Menschen keine Schöpfer mehr. Das heißt, wenn wir irgendwie kreative, schöpferische Gedanken haben, dann müssen wir das, zweifellos denken. Dann stimmt doch E gleich mc Quadrat nicht wirklich. Nee, stimmt auch nicht. Es stimmt teilweise unter, man muss immer gucken, unter welchen Bedingungen schaue ich das an. Ja. Wie verträgt sich das, dass man in Innererde einerseits so rücksichtsvoll, so bescheiden umgeht mit Technik, dass man nicht dann mal Erze aus der Erde herausnimmt, aber auf der anderen Seite Raumschiffe und diese Hochgeschwindigkeitsröhren hat? Ja, die nehmen nur Materialien, die die Erde oben hat. Also zum Beispiel den Sand können sie nehmen, der ist ja oben. Also sie würden aber nicht in die Tiefe schürfen dann wieder. Also sie beschädigen Mutter Erde nicht. Das hat ganz viel damit zu tun, also dass sie Mutter Erde achten. Die sagen auch zum Beispiel, wir nehmen ja auch Kristalle. Und Kristalle sollte man eigentlich nur nehmen, wenn Mutter Erde die von sich aus nach oben schickt. Also schürfen dürften wir. Aber nicht raus mit Explosion Kristalle der Erde entreißen. Wie zum Beispiel ein Raumschiff gemacht wird, hat Alf einmal gesehen. Und zwar bauen die eine Form, ja, so wie das Raumschiff aussehen soll, bauen innen eine zweite Form rein, geben in den Zwischenraum, die zweite Form ist etwas kleiner,
geben in den Zwischenraum Bakterien. Und diese Bakterien füttern die. Und die Bakterien scheiden so eine ganz zähe, feste Masse aus. Und das wird die spätere Raumschiffhülle. Also die haben eine ganz andere Technik, die wir uns gar nicht vorstellen können. Oder weil die mit der Natur arbeiten und nie gegen die Natur. Die Form. Es kann eine Sandform sein. Ich weiß, da habe ich jetzt Alf nicht mal nachgefragt. Habe ich vergessen. Aber das kann alles Mögliche sein. Das kann auch eine aus Holz gemacht sein. Das kann alles sein. Hauptsache die Bakterien bleiben drin. Und das wird die Hülle für das Raumschiff. Und was Antrieb anbetrifft, da läuft ganz viel über die Gedanken. Über die Elektronen, die aussenden. Und das machen die dann ganz bewusst auch. Die haben Alf in bestimmte Bereiche, in bestimmte technische Bereiche nicht gelassen, weil sie gesagt haben, du störst das mit deinen Gedanken. Ja? Ich habe da mal Bilder gesehen von Sterblichen, also Skelette, die 4 Meter groß waren. Und so. Ja. Sind das diese Geschöpfe? Das sind Außerirdische, mit denen hatte Alf auch Kontakte. Da gibt es 2 verschiedene Fraktionen. Die einen sind, die leben vedisch wie in der Erde. Vedisch heißt wissend. Ja? Und es gibt welche, die sind ein lichtes Kollektiv. Das heißt, sie sind nicht mehr individuell wissend, die sind auch gefeilt, aber sie sind friedlich. Und die nennen sich Harukania, die einen, und die anderen Arkania. Die sind öfter, in Innererde sind sie hin und wieder mal, aber nicht oft. Sind 3 Meter groß, haben diese langen Hinterköpfe. So, wo, ja, genau. Die haben auch die Pyramiden gebaut. Das sind die Innerirdischen sagen dazu, es sind Langschädelreptiloide. Und Alf hatte einmal Kontakt mit einer Harukanierin und dann haben sie aus Achtung vor Alf, damit die beiden auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren können, für Alf ein Podest gebaut. Und er hat da drauf gestanden und dann kam die ran und die hatte eine ganz starke Energie. Und er sagte, das hat ihn umgehauen, er ist von dem Podest geflogen erstmal. Und der kam mit blauen Flecken nach Hause. Und der ist dann aber wieder auf das Podest gestiegen, weil er natürlich auch auf gleiche Augen, er war einfach vorher nicht drauf eingerichtet, auf diese starke Energie. Ja, also die existieren und die besuchen hin und wieder unsere Erde und die haben die auch gefunden, unsere Wissenschaftler, ja, Skelette von denen, ja? Wie nimmst du Kontakt auf, frag dich jetzt nochmal so, und sind es dann bestimmte Personen oder ist es ein Kollektiv? Nee, manchmal weiß ich nicht, wer mir antwortet, manchmal weiß ich, wer mir antwortet. Also eigentlich bedeutet das nur, gedanklich eine Frage zu stellen und zu gucken, was kommt rein. Aber da muss man vorher mit seinen anderen Gedanken in die Stille gegangen sein, sonst funktioniert das nicht. Und dann das wahrzunehmen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das kennt jeder, aber dann zu unterscheiden, ja? Woher kommt das eigentlich wirklich? Ja. Kannst du das unterscheiden? Ich kann das unterscheiden, aber das ist eine Lernsache. Konnte ich am Anfang auch nicht. Ich sag ja, ich wusste ja nicht mal, dass ich den Kontakt hatte. Und inzwischen bin ich da sehr sicher. Da hat mir natürlich geholfen, da haben die mir natürlich geholfen dabei, dass die mir bestimmte Nachrichten geschickt haben und dann später tagsüber und zurückgefragt haben, was ist bei mir angekommen. Aber es war dadurch einfacher, aber es funktioniert. Und ich glaube, dass die meisten das von hier können. Ich kenne jemanden, der macht Seminare, wo er sagt, zu dem Thema Telekommunikation. Telekommunikation mit Tieren, mit Pflanzen und dann auch, er nennt sie mit den Sternengeschwistern, das sind Außerirdische, die hier um unseren Planeten rumschwirren, lichte Kollektive. Der sagt, er schafft es bei jedem. Aber das muss man üben. Ja?
Du hast ja jetzt erzählt, dass die so einen, also ein Röhrensystem haben. Wie ist da jetzt nur in den Sinn gekommen, wie ist das, wenn die da mit Fracking und so weiter, also diese Explosion? So tief kommen die mit Fracking nicht runter. Aber die, theoretisch könnten die sich auch schützen. Also die haben auf mentalem Weg, auf geistigem Weg, also unglaubliche Möglichkeiten, die wir uns nicht vorstellen können. Ulur sagte mal zu Alf, sie wären in der Lage, innerhalb von 17 Sekunden eine Atomrakete zu neutralisieren. Nur mit dem Geist. Aber das können wir alles wieder lernen. Natürlich kommt der Dreck auch teilweise unten an, aber den Dreck, der unten bei Ihnen ankommt, den reinigen Sie. Also hier oben, den reinigen Sie nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ja? Sie hat eine Frage, ne? Also eben den physischen Kontakt oder die Übertritte oder so, die bedingen so eine Art. Dass das irgendwie, was haben Sie gesagt, eine Genstruktur ist oder so? Oder nicht eine Genstruktur, irgend so, aber die mentale. Die kann jeder aufnehmen, wenn er will. Das hat nichts mit dem. Nee, also die sagen, jeder, der mit uns Kontakt, mentalen Kontakt aufnimmt, kann, bekommt Antwort. Weil das ist für sie kein Problem. Aber 30.000 Menschen ständig unten zu haben oder darüber hinaus geht, wäre vermessen. Das geht nicht. Ja? Ich habe jetzt gerade gelesen von der, wie heißt es, Grenzwissenschaften von der Gesellschaft, dass man unter Chichen Itza der Pyramide einen See entdeckt hat. Und da habe ich auch an Einstiege nach Mittelerde gedacht, könnte das sein? Unsere gesamten, das ist auch ein spannendes Thema, unsere gesamte, ich sagte ja am Anfang schon, dass unsere gesamte Erde nicht so aussieht, wie unsere Wissenschaftler denken. Alle Erdteile schwimmen auf Wasser, grundsätzlich. Also wenn man weiter runtergeht, wird man noch mehr Wasser finden. Ja? Dass bei uns Vulkane ausbrechen, das passiert ganz anders, als unsere Wissenschaftler denken. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass jeder Erdteil auf Wasser schwimmt, das ist ein Riesendruck, der da auf dem Wasser ist. Und es gibt Reibungsfläche. Und wenn ich Wasser so einen Druck und Reibungsfläche aussetze, dann spaltet sich Wasserstoff und Sauerstoff ab dort. Und dann wird der Druck immer größer, dadurch, dass sich das Gas dort abspaltet. Und Wasserstoff und Sauerstoff, weiß jeder, der ein bisschen Chemie hatte, das ist Knallgas. Ja? Und wenn der Druck extrem hoch ist, dann entzündet sich das Knallgas da und das muss raus. Und das geht dann bei uns überall, Vesuv, wer weiß wo, an unseren ganzen Vulkanen raus. Sucht sich dann einen Kanal, wo es am besten rauskommt. Und dass da so viel flüssige Erde mit hochkommt, das liegt daran, dass das Gas so heiß wird dabei, dass das, die Erde, die da, die, wo es vorbeikommt, verflüssigt. Das reißt einfach alles mit in dem Augenblick. So entstehen die meisten unserer Vulkane. Es gibt auch einige, die noch ein bisschen anders entstehen. Auch das hat man Alf erklärt. Zum Beispiel in Italien, ich weiß jetzt nicht genau, da ist ein Vulkan, der entsteht, weil dort in ganz tief in der Erde ein unterirdischer See ist und weiter unten ist Natriumhydroxid. Und wenn das Wasser drüber kommt, passiert das Gleiche, macht es auch Puff. Ja, genau. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, aber der Hauptgrund ist diese Reibung auf dem Wasser, die Reibung der Kontinente auf dem Wasser. Wenn ich mir die Hülle der Erde dann jetzt in dieser Weise vorstelle als eine, sage ich mal, so eine dicke Kruste, von außen gesehen ist für uns die Erdanziehungskraft in die Richtung und von innen ist die Erdanziehungskraft in die andere Richtung. Die Kruste wird praktisch
Die Innerirdischen sagen, das ist auch ein bisschen anders, als wir denken. Das sind unterschiedliche Kräfte. Ich habe es nicht begriffen ganz, oder vielmehr Alf hat es nicht ganz begriffen und er konnte es mir nicht erklären. Das hat auch damit zu tun, es wird eigentlich von außen gedrückt. Ja. Aber fragen Sie mich jetzt nicht weiter, wie genau, ich weiß es nicht. Ja? Wenn die Erde hohl ist, sind das die anderen Planeten? Ja, jeder Planet ist hohl. Es hat aber nicht jeder Planet eine innere Sonne. Die inneren Sonnen entstehen, wenn sich schöpferische Menschen dazu entscheiden, einen Planeten zu beleben. Zu beleben heißt, das machen Schöpfer. Wir denken ja immer, wir sind hier, weiß ich, Strafplanet, alles diese Dinge. Wir sind eigentlich als Seelen in die Materie gegangen, um Gottes Schöpfung weiterzuführen, um Planeten zu beleben. Das heißt nicht so wie wir, die ausbeuten, sondern Leben zu schaffen dort. Also indem wir zum Beispiel um einen bis dahin leblosen Planeten Atmosphäre schaffen, indem wir dort ein morphogenetisches Feld aufbauen mit unseren Gedanken, indem wir dort Pflanzen wachsen lassen, Tiere entstehen lassen, das können wir alles. Und wenn der Planet reif ist zum Besiedeln mit Menschen, dann arbeiten die mit den Seraphim zusammen. Das hat Alf von dem Seraphim erfahren. Und die Seraphim gestalten die innerirdische Sonne nach Auftrag des Menschen. Ja? Ich habe übrigens vor 2-3 Tagen oder so erst im öffentlichen Fernsehen gesehen, in einer wissenschaftlichen Sendung, wo sie irgendwie Sprengungen auf dem Mond gemacht haben. Ja? Hat der Mond, haben sie selbst gesagt, der Mond hat über 30 Minuten lang gewirkt, nachdem sie gesprengt haben. Und dann haben die Wissenschaftler selber gesagt, in dieser Sendung, ja, der muss eigentlich hohl sein. Ja, ah ja. Kann keine andere Erklärung. Ja, geben. Natürlich nicht. Aber dann haben sie. Das darf halt nicht sein. Haben sie irgendwelche Ausreden gebracht, nur weil sie dann sagten, wenn der Mond hohl wäre, dann müsste etwas künstlich sein. Das geht nicht in die Ebene. Der ist aber künstlich. Das geht aber nicht in die Köpfe der Wissenschaftler rein. Die können sich das nicht vorstellen. Ja. Darum finden die irgendwelche Ausreden, und zwar lächerliche Ausreden haben sie gebracht. Nur damit sie sagen können, ist er nicht wohl. Ja. Haben sie mit unlogischen Argumenten dann. Ja, die erklären viele, die finden heute immer mehr Sachen raus, die nicht zu ihrer Wissenschaft passen, aber das darf nicht sein und dann suchen sie solche unlogischen Erklärungen. Genau. Ja? Also die Seraphim, ich wollte schon länger noch mal darauf zurückkommen, die sind ja zwischen der 9. und der 12. Ja. Es geht ja bei uns darum, dass wir wieder lernen, in unsere Kraft zu kommen, in das Geist, in das Gewissen. Da bringt alles theoretische und praktische eigentlich gar nicht relevant. Gibt es dann auch die anderen Kräfte, die auf dieser Ebene funktionieren, nicht die uns gut gesinnten? Also nein, die Reptiloiden, feinstofflichen, sagen wir mal so, oder die außerirdischen feinstofflichen, die uns auch in den Gedanken, die Gedankengänge stören, damit wir das gar nicht. Die kommen auch energetisch nicht über die sechste Dimension hinaus, weil das sind. Die Innerirdischen sagen dazu, sind luziferische Wesen. Und diese Luzifer-Energie liegt genau an der Schranke zwischen der feinstofflichen und der feststofflichen Welt. Also da agiert diese Luzifer-Energie. Luzifer ist kann sich materialisieren, aber ist keine Wesenheit, ist eigentlich eine Energie. Aber da jetzt ganz weit ausholen, um das weiter zu erklären. Ja, war da hinten noch gleich. Was bedeutet Astrologie für die Innenwelt? Also Sie wissen um die Energetik dieser. Sie sagen, das hat mit Zeitqualität etwas zu tun. Also unsere Zeit ist erstens sie nicht linear, wie wir glauben. Wir können mit Gedanken in frühere Leben springen. Das heißt, für uns ist auch ein früheres Leben real. Und wir können auch mit Gedanken in die Zukunft springen, aber nur in die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Das ist das Problem. Also Zeit ist nicht linear und Zeit hat Qualität. Und darüber sagt die Astrologie eine Menge aus. Und deshalb sind es ja keine früheren Leben. Ja. Ist ja alles.
Ja. Gleichzeitig. Ja, genau. Sie haben vorher gesagt, der Mond ist künstlich. Können Sie was? Nee, da kann ich nicht. Also ich kann mich nur an eine Aussage erinnern, die Ullmann machte. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Die Sendung, die 1976, glaube ich, produziert wurde im spanischen Fernsehen. Das habe ich auf YouTube gefunden. Die vor kurzem, also irgendwie aus einem Archiv. Also damals wurde sie kurz vor der Ausstrahlung dann verhindert. Ja, logisch. Und heute ist sie jetzt aus dem Archiv irgendeines spanischen Senders hervorgekommen, um da zu finden. Ja, also es da wird auch es gibt einen Planeten, der eigentlich zu unserem System gehört, der nur alle weiß nicht wie viele Tausende von Jahren mal hier vorbeikommt. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Nibiru, genau, Nibiru. Und der muss bei einem Eintritt hier mal unseren ursprünglichen Mond zerstört haben. Und daraufhin hat man, wir hatten auch mal zwei Monde, soweit ich weiß. Und aber ich habe die Geschichte nicht ganz im Kopf. Die ist irgendwo in Alfs Tagebüchern und die kommt sicherlich irgendwann in eines der nächsten Bücher. Da wird das genauer beschrieben. Eine Anmerkung, die griechische Mythologie erzählt da eigentlich die ganzen Geschichten. So, wenn man das hochrechnet auf die Planeten, dann kann man sich erinnern. Bild davon, ja. Was mit den Planeten auf sich hat und den ganzen Göttern, ja, wo sie ihre Kinder fressen und ja. Naja, mit den Göttern, also die Innerirdischen sehen Götter auch als Energien eigentlich, die wir nutzen können. Also zum Beispiel, wenn wir den Gott Thor nehmen, dann sagen die, das ist eigentlich die Energie der Macht, der persönlichen Macht. Und wenn wir, was zu machen, wo wir uns eine große Macht wünschen in dem Augenblick, nicht gegen andere Menschen, sondern um das durchzusetzen, also es hat mit unserer Schöpfermacht was zu tun, dann können wir Thor bitten, uns diese Macht zu übertragen. Es funktioniert. Nur wir wissen das alles nicht mehr. Gedanken ist ja Macht, oder? Ja. Ja? Ich habe eine Frage zu einem Thema, das schon eine Weile her ist, und zwar Reibung auf der Erde entsteht doch auch durch Reibung unter Menschen, weil oft, wenn Kriege ausbrechen, gibt es immer einen Vulkanausbruch oder Tsunami oder Ebene. Oder entsteht Reibung der Kontinente? Also die Innerirdischen haben das halt so beschrieben mit den Kontinenten. Die beschreiben, was da so energetisch noch abläuft, weiß ich nicht. Also ich denke, dass wir natürlich eine ganze Menge Schlechtes machen, was Mutter Erde irgendwas antut und dass das Auswirkungen hat. Das ist klar. Aber inwieweit das Auswirkungen, wodurch das ist, das weiß ich nicht. Ja. Ja, aber damals haben die noch ziemlich viel neutralisiert, die Innerirdischen. Ja. Nee, machen sie nicht mehr, weil sie damit das ja gefördert haben. Ja? Was verstehen Sie unter Liebe, liebe Menschen? Oh, Liebe ist für sie die stärkste Macht im Universum. Also, ich glaube nicht, dass die anfangen zu überlegen, was ist Liebe. Sie spüren es. Das ist einfach nicht dieselbe Definition, wie wir also, jetzt haben. Ja, also wenn wir etwas als Liebe definieren, was später in Hass umspringt, das war keine Liebe. Ja. Weil das Liebe hat keinen Gegenpol. Ja. Das ist bedingungslos. Ja. Ja, genau, Liebe ist bedingungslos. Und aber Sie sagen, das ist die stärkste Macht im Universum. Ja? Japan 4, die Schöpfung, da ist ganz viel über das Wesen der Liebe drin, also was es wirklich bedeutet.
Das kann ich jedem empfehlen. Aber über die Schöpfung und dass wir Schöpfer sind. Ja, ist mein, eins, ist mein Lieblingsband von den Anastasia-Büchern. Ja. Ich denke, ja, es reicht. Gut. Applaus